Ich begrüße Sie herzlich und wünsche Ihnen allen ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2020 mit schönen Erlebnissen. Aber nicht mehr als 3 schöne Erlebnisse, damit Sie sich die merken können bis ins hohe Alter. Wissen Sie, wenn Jahr für Jahr 3 Erlebnisse, ist gar nicht so leicht, sich das alles zu merken. Und jetzt bitte ich Sie so herzlich wie möglich, meinen heutigen Gast, einen Schauspieler, einen Regisseur, einen Intendanten, einen Schlagersänger, nämlich Volker Lechtenbrink, zu begrüßen. Danke. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für die nette Ansage. Schlagersänger stimmt nicht ganz, aber waren mir so Balladen. Naja, aber wie klingt ein Balladensänger? Balladensänger. Ich bitte Sie. Ja, klingt ein bisschen wie Remouladensänger. Ja. Also, lieber Volker Lechtenbrink, Sie wurden 1944 in Kranz bei Königsberg in Ostpreußen geboren. Ja. Meine erste Frage, wahrscheinlich mussten Ihre Eltern fliehen und mich interessiert, ob Sie ihnen davon erzählt haben, wie der Wechsel in das heutige Deutschland stattgefunden hat, oder spielte das in den Geschichten Ihrer Eltern kaum eine Rolle? Nein, auch im Leben meiner Eltern, auch in meinem Leben. Also ich bin in Kranz bei Ostpreußen, also bei Königsberg bin ich geboren, im Ostseebad Kranz. Und dann bin ich, um diesen Witz und Gag mache ich nun schon mein ganzes Leben lang, mit 10 Tagen geflohen worden. Ja. Na? Raus, also wir mussten raus, dann weg. Ich habe aber 30 Jahre die Vertriebenenzeitung bekommen. Und Herr Hupka war das damals, wissen Sie noch? Ja, Herr Hupka und lieber Landsmann stand da immer drin. Und ich stellte mich mir als 10 Tage altes Kind immer als lieber Landsmann vor. Wir gingen dann nach Bremen zurück und natürlich, der Krieg war ja immer in den Tagen, ich bin 44 geboren und der Krieg war mein ganzes erste Teil meines Lebens und auch heute noch immer ein starker, starker Gesprächspunkt. Auch bei den Eltern? Ja, mit den Eltern. Mit meinem Vater zum Beispiel war, wenn ich aus der Schule kam und ich hatte damals den Holocaust-Film gesehen oder so, und dann brannte ich vor Wut und vor Ekel und vor allem und so und wollte das loswerden, dieses Gefühl, was mir eben im Kino passiert war, also dieser berühmte Auschwitz-Film und so. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Vater hatte, der nie Nazi war. Und das ist meine, das war in dem Alter, ich war damals also so 11, 12, 13 in dem Alter, ne, war das eine Gnade, weil ich konnte mit ihm über alles reden, er konnte auch mir beweisen, dass er eben nicht dazugehörte und so. Und so war dieses Thema Krieg immer bei uns lebendig und ist es jetzt natürlich auch wieder, jetzt leben meine Eltern nicht mehr, aber... Haben Sie den Ort Kranz später mal besucht und wenn ja, wie ist er Ihnen vorgekommen? Ich war leider nicht da, also ich habe aber von Arno und Sorminski habe ich immer die Bücher verschlungen, der Landsmann von mir, insofern ist er aber der länger da war und der wunderbare Bücher geschrieben hat über die Gegend, über die Mentalität der Menschen da, und ich konnte mir das ziemlich genau vorstellen, wo ich da wohl geboren war und so. Ich habe mir dann manchmal überlegt, ob ich dahin fahren sollte, weil ich habe so viel Schönes gehört, eben auch aus dieser Zeit, in der ich geboren wurde. Und habe gedacht, nee, wenn ich jetzt heute mit einer Reisegruppe dahin fahre, und ich bin einmal in meinem Leben mit einer Reisegruppe verreist gewesen nach Mexiko. Fahren Sie nie mit einer Reisegruppe in die Inka-Städte. Ich einmal mit meinem Sohn durch die Sowjetunion, Dankeschön. Aber diese Fragen, die da immer gestellt wurden in der Reisegruppe, lag dann ja auch, war da wirklich auch das und so und so. Ja. Das hat mir den ganzen Urlaub versaut, Inka-Zauber genommen. Und ich dachte, wenn mir das jetzt passiert mit meiner Heimat, da, in der ich, habe ich dann lieber gelassen und bin bei Arno Sorminskis Erzählung geblieben. Sie sind zunächst in Bremen und dann in Hamburg aufgewachsen. Nun waren Sie ein Flüchtlingskind, zumindest was Ihre Eltern betraf. Bedeutete das, dass Sie als Kind mit anderen Kindern Schwierigkeiten hatten oder eher nicht? Nein, gar nicht. Also wie gesagt, 10 Tage, da... Ja, dann, nicht deshalb, dann war ich, dann sondern war ich, weil die Eltern ja irgendwie unterkommen mussten und dann gab es meistens so eine Stimmung wir sind von da aus direkt nach Bremen wieder gegangen. Mein Vater war von der deutschen Shell versetzt worden nach Königsberg und wir sind dann alle nach Bremen, die ganze Familie, meine ganze Familie aus Bremen stammt, also aus der Umgebung von Bremen. Und haben dann bei meinen Großeltern zuerst gewohnt, die in Bremen noch waren. Die haben uns da untergebracht.
Und nach 7 Jahren ist mein Vater dann nach Hamburg versetzt worden. Und dann sind wir natürlich mitgegangen. Und ja, ich fühle mich als Hamburger eigentlich. Nicht? Also ich fühle mich als Hamburger, dessen Lieblingsverein aber immer noch Werder Bremen ist. Das kann ich verstehen. Aber bei mir stimmt das überein. Mein Wahlkreis ist Treptow-Köpenick und ich bin Mitglied des 1. FC Union. Der ja, ist auch doch. Es ist doch. Es ist auch so, wenn, wo man als Kleiner... Ich habe auch nichts dagegen, dass Hertha BSC gewinnt, bloß nicht gegen Union. Ja, das geht nicht. Ich habe auch nichts dagegen, dass also meinetwegen HSV wieder aufsteigt und so. Und oder wenn sie damals, so, als sie noch in der ersten Bundesliga waren, gegen Werder gespielt haben. Weil die Leute nehmen mich auch als Hamburger, weil ich auch ich mag in dem Lied zum Beispiel Hamburg meine Stadt singe und so. Und dann, aber wenn Werder gegen HSV spielte, dann kamen immer die Jungs vom Kiez vorbei bei mir und so und sagten, Volker, bist du sicher, dass du da richtig sitzt, ne, im Werder-Block? Dann sag ich, ja, pass schön auf, dass dir nichts passiert. Ne? Also, aber wenn man als kleiner Junge irgendwie was erlebt mit seinem Vater an der Hand des Vaters, dann bleibt das eben auch. Übrigens, mein nächster Lieblingsclub ist natürlich FC St. Pauli. Ja. Das muss ich, erstens hatten die schöne Sprüche. Ja. Das waren die einzigen mit linken Sprüche. Zum Beispiel hieß ihr Torwart, als ich bei einem Spiel war, da waren sie noch erste Bundesliga, hieß der Volker. Und die riefen immer, Volker, hör die Signale. Das gefiel mir schon. Ja. Und ja. Außerdem riefen sie immer, nie wieder Faschismus, nie wieder zweite Liga. Ja. Fand ich auch einen schönen Spruch. Ja. 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 Und nach dem Spiel, ich war im Fanblock, war mir so schlecht wie nie vorher oder nachher in meinem Leben. Bis mir klar wurde, die hatten natürlich die ganze Zeit nicht geraucht, sondern gekifft. Und ich habe das ganze Zeug. Das war furchtbar. Aber trotzdem mag ich sie. Aber Sie sehen daran auch, was Volker für ein schöner Name ist. Wenn, ja. wenn ich in Berlin hier aus dem Bahnhof aussteige, ich habe ja auch eine Wohnung in Berlin seit Jahren schon. Also, und wenn ich dann aussteige und dann sehe ich da oben dem deutschen Volker, dann... Dann ist das natürlich wunderbar. Ne? Das ist fantastisch, das stimmt. Ihr Vater war Angestellter. Was machte er konkret? Der war, man nannte das damals kaufmännischer Angestellter. Also in der deutschen Shell, in dieser Mineralölfirma. Ja. Und machte da so eine, seine Karriere als kaufmännischer Angestellter. Warum wollte Ihre Mutter gern Medizinerin werden und wieso gelang das nicht? Na, meine Mutter hatte eine Affinität zu Ärzten einfach. Und nicht, Ärzte war der Beruf, das war so, dass, wenn man was ganz Tolles wird, dann wird man Arzt. Und zu einem Unglück, in Anführungsstrichelchen, arbeitete meine Mutter dann, wir mussten ja beide arbeiten und wir hatten kein Geld, das musste alles ja nach, war alles nach dem Kriege und so. Meine Mutter arbeitete also auch und arbeitete dann in der Klinik Feenteich in Hamburg, also mitten unter allen Ärzten dann. Ne? War Sekretärin des Chefarztes da. Und es war eine tolle Welt und sie sagt immer, wenn mein Sohn dann in das Alter kommt, wo ich ihm dann vielleicht da was einflüstern kann und so, dann werde ich ihm immer sagen, was das für ein toller Beruf ist und so. Aber ich war dafür nicht gemacht, weil ich kann kein Blut sehen, also und ich wollte immer nur Schauspieler werden. Aber meine Mutter war das ein Wunsch, deren Wunsch war das. Ne? Aber erklären Sie mir, was heißt das, dass Ihre Mutter Turnerin war? War sie Kunstturnerin oder Sportturnerin oder wie hat sie geturnt? Woher wissen Sie das? Na, ich weiß alles über ihr Leben. Ja. Ja, meine Mutter konnte noch mit ich habe einen Verfassungsschutz-Nachrichtendienst. Sehr gut, sehr. Ja. Meine Mutter war noch im hohen Alter noch, war sie noch Turnerin. Ja, die konnte noch eine Brücke machen, also diese so eine Brücke rückwärts. Machte sie auch immer wieder vor dann. Ich hatte immer Angst um sie dann, aber sie konnte. Hat sie denn mal ernsthaft den Sport betrieben? Als junges Mädchen ist sie im Sportverein gewesen und dann hat sie immer so ein bisschen Sport gemacht, ja. War sehr gelenkig und körperlich sehr fit. Sie haben das schon indirekt beantwortet, trotzdem wüsste ich gern. Wo war es für Sie schöner, in Bremen oder in Hamburg? Kann man nicht vergleichen, natürlich in Hamburg. Ich habe in Hamburg die wesentlich wichtigeren Erlebnisse gehabt und die mich viel mehr geprägt haben und die mein Leben ja auch viel mehr bestimmt haben, weil was sind 7 Jahre gegen, wie alt bin ich jetzt, 76 Jahre, da ist das also verschwindend wenig. Aber ich habe tolle Erinnerungen an Bremen, also vor allen Dingen an meinen Opa. Ich hatte einen wunderbaren Opa, der auch irrsinnige Sprüche hatte. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen zwei von den Sprüchen sagen von meinem Opa, ja, die mich auch mein ganzes Leben begleitet haben. Also wenn mein Opa zum Beispiel
abends vom, der war Finanzbeamter und wenn er nach Hause kam, war er müde vom Arbeiten und so, Finanzbeamte so sind, brauchen viel Ruhe und so. Und dann legte er sich so ein bisschen hin und sagte, Piefke, kannst du, Piefke war so mein Spitzname, Piefke, kannst du mir mal das und das holen und so. Und dann kam immer von meiner Oma aus der Küche, dann, Rudi, das kannst du auch mal selber holen. Und dann sagte mein Opa, Adi, und ist das Kind auch noch so klein? Bote kann es immer sein. Der zweite Spruch. Und der zweite ist ein bisschen brutaler. Aber man muss man meinen Opa dazu kennen auch. Wenn er dann abends und ich mit ihm gespielt hatte, war ein toller Spielkamerad und so alles, und wenn er dann wieder auf seinem Sofa lag und so, und dann so vor sich hin nölte manchmal, machte er so, und ich so sagte, Mensch, Opi, ne? Und mit der Hand so, sagt er, vorsichtig, Piefke, das Händchen, das den Opi schlägt, das wird im Himmel abgesägt. Und da hat er ja auch recht, glaube ich. Sie waren ein Einzelkind. Kann man sagen, dass Sie dadurch auch ein bisschen verwöhnt wurden? Ich war leider ein Einzelkind, muss ich sagen. Ich hätte zu gerne, auch heute noch, ich beneide Menschen, die Geschwister haben. Die Geschwister haben, denken mal so und mal so. Ja, das glaube ich. Aber Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch auch ganz lieb von Ihrer Schwester und von ihr. Ne, und haben auch zwei Söhne eben halt auch. Und also ich finde, das, da hat man was versäumt. Also wenn man, ich habe aber ja, wie Sie auch vielleicht wissen werden, ich habe mir dann so eine Art Familie ja aufgebaut, so mit allem, was ich haben wollte. Klar. Ihre Großeltern spielten ja für Sie eine besondere Rolle. Ja. Ich ahne schon, was Sie alles haben wollten, aber dazu kommen wir noch. Spielten ja für Sie eine besondere Rolle. Sie haben ja jetzt schon von Ihrem Opi erzählt. Warum spielten die eine? Gab es da eine besondere emotionale Bindung oder haben die viel Zeit mit Ihnen verbracht? Ja, mein Opa besonders. Mein Opa war wirklich also mein Spielkamerad. Der war ein Phänomen. Wenn wir spazieren gingen und da war ein Weidenstrauch oder so, und dann sagt er, du willst ein Instrument haben, Piefke? Ich sage, ein Instrument? Ja, gerne, Opi. Dann hat er immer so ein kleines Taschenmesser, dann ist er da hingegangen, hat einen Weidenstrauch abgeschnitten, hat ein bisschen dran rumgeschnitzt und so, und sagt er, da. Und dann hatte ich eine Flöte. Und dann machte er, der hat mir einen Drachen gebaut, nicht? Wenn er einen Drachen oben sah und sagte, Piefke, willst du auch so einen Drachen haben? Ja, dann ging er eine Stunde unten in den Keller rein, kam wieder raus und sagte, so, lass ihn fliegen. Und der flog. Ne? Das war, also, und mein Opa hatte immer Zeit für mich. Und fantastisch. Also meine Oma kochte fantastisch. Ne? Kartoffelpuffer, so schnell konnte ich gar nicht kochen, wie ich die gegessen habe. Und die waren einfach, ja, so waren tolle Großeltern. Also so, man fühlte sich als Enkelkind von den Großeltern beachtet, geliebt und verwöhnt auch. Ich komme gleich zu Ihren künstlerischen Auftritten als Kind. Trotzdem interessiert mich, weshalb Sie schon als Kind Schauspieler werden wollten. Lag das an diesen Auftritten oder lag das daran, dass Sie schöne Filme gesehen hatten und begeistert waren und sagten, da muss ich auch hin? Ich weiß gar nicht, wirklich selber gar nicht, woran das lag. Aber auch wenn ich so mein Leben, was tut man ja manchmal, so eine Revue passieren lasse oder nachdenke, warum ich da... Ich wollte nie in meinem Leben irgendwas anderes werden als Schauspieler. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, für meine Familie Kasperletheater zu spielen. Und die waren dann immer sehr angetan davon, weil das lag mir wohl irgendwo im Blut. Und dann ging das nahtlos weiter. Dann bin ich zum Rundfunk gekommen, habe da Kinderfunk gemacht. Dann bin ich ans Theater, mit 10 Jahren ans Theater gekommen. Ja, und ich habe nie auch nur im Kleinsten gedacht, dass ich irgendwas anderes werden will, nicht? Also übrigens, meine Schwester und ich spielten für unsere Eltern auch immer Theater. Das Stück war relativ kurz, aber das Verbeugen dauerte sehr lange. Die Armen mussten klatschen, man zwingt die ja zu allem Möglichen. Also, mit 8 Jahren sprachen Sie schon im Kinderfunk. Ja. Und mit 9 Jahren im Schulfunk des NDR. Ja. Ich muss Ihnen sagen, dass ich schon mit 6 Jahren synchronisiert habe. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Ja. Das ist ja alles. Aber wie kam das dazu? Das mit 6 Jahren schon synchronisiert. Nein, das war ganz einfach. Erste Klasse kam eine Frau rein und sagte, jeder soll einen Satz sagen und mich hat sie genommen. Das ja, toll. Ja, das war super. Na. Aber wie war das bei Ihnen? Wie kamen Sie mit 8 Jahren in den Kinderfunk und mit 9 Jahren in den Schulfunk? Soll ich Ihnen auch noch ein bisschen geben? Ja. Da hinten stehen noch zwei Flaschen. Dann gebe ich Ihnen noch mehr. Das ist die Reserve.
des Kabarets. Nee, also das war so, ich kam nach Hause, ich war Schlüsselkind. Das berühmte Wort gibt es ja nicht mehr jetzt, aber damals hatte so einen Schlüssel und dann schloss ich auf. Und meine Mutter hatte was zu essen vorbereitet. Und mein erstes war Radio angemacht und Kinderfunk gehört. Und zugehört und fasziniert gewesen. Und dann habe ich mit 7 Jahren habe ich gedacht, da will ich auch hin, da will ich mitmachen. Das macht mir Spaß. Und dann bin ich da, habe ich da hingeschrieben. Eigentlich, ja. Und hab auch Antwort bekommen. Haben gesagt, ja, denn Volker, dann komm mal zu uns und dann musst du uns mal was vorlesen da. Dann habe ich was vorgelesen. Damals aber stolperte ich noch über einen Spitzenstein, wie man das in Norddeutschland ja so macht. Dann haben sie gesagt, sehr schön, wie du gelesen hast, aber du musst nach Hause nochmal und lernen, über den Spitzenstein zu stolpern. Habe ich dann geübt. Dann konnte ich das auch. Dann bin ich wieder hingegangen. Hat das der Opa auch mit Ihnen geübt? Nein, das war der Opa war ja in Bremen dann. Ach so. Aber der kam später auch oft in die Theater und hat sich was angeguckt. Das habe ich selber mir beigebracht dann. Und dann ging das nahtlos. Dann machte ich Kinderfunk, dann machte ich Kinderhörspiele. Und dann war ein großer Schritt in die Richtung, war dann mit 10 Jahren war ich am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Damals ja wohl das Theater in Deutschland. Wenn man dazu komme ich gleich. Ja. Vorher wollte ich wissen, ob das Besondere bei Ihnen, auch als man Sie hat sprechen lassen, schon die rauchige Stimme war. Nein. Oder hatten Sie die noch gar nicht? Nein, ich krieg heute noch mal so alte CDs manchmal, bei Erinnerungs-CDs. Ja. Mio, mein Mio zum Beispiel, ne? Ja. Von Astrid. Ja. Nein, das spreche ich so, das ist der Volker, der dann... Nein. Und ganz, stellen Sie mal vor, ich sage immer, auch wenn mich jemand fragt, oder Sie fragen jetzt, das ist mir ja scherzhaft, aber wenn jemand fragt, hatten Sie schon immer diese Stimme, dann sage ich, nee, stellen Sie sich mal vor, ich wäre geboren worden, hätte gesagt, hallo Mama, hallo Papa. Ja, aber Sie wissen, dass das eine der erotischsten Stimmen ist. Und das nutzen Sie ja auch. Ja, aber nicht bewusst. Recht. Also mir wurde das immer mehr gesagt oder so, aber ich bin nun nicht jemand, der darauf rumreitet. Es gibt diesen, wie heißt der Wegner, diesen berühmten Trainer beim Boxen, der auch so eine Uli Wegner, ja. Uli Wegner. Und wenn der sagt, du bist jetzt zu. Ja, aber das ist ja nur wieder, wenn damit könnte ich mein ganzes Schauspielerleben nicht wählen, dann würde jede Rolle gleich klingen. Klar. Ne? Das ist wahr. Und mit 10 Jahren, sagten Sie gerade, standen Sie das erste Mal auf der Bühne im Schauspielhaus Hamburg. Jo. Regie führte Peter Gorski, das ist der Adoptivsohn von Gustav Grünsken. Erstens, was spielten Sie, wie spielten Sie und wie verlief dann Ihre Beziehung zu Peter Gorski? Ich war also 10 Jahre, ich spielte Lavalu, das hieß das Stück, das heißt Land, Wasser, Luft, war ein Märchen, ein Märchen. Und spielte da die Hauptrolle. Von wem waren das Märchen? Das weiß ich nicht mehr. Ich hätte es googeln können. Oder aber nicht so Grimm oder Andersen. Nein, ein ganz schönes so neues Märchen. Neues. So, spielte in so einer Traumwelt und so. Und ich, alles, was ich sah, also in dem Stück, das träumte ich mir. Also das waren sehr, Volker Brandt spielte damals, Charlie Brauer und so. Also das waren schön, also nicht ein Kindermärchen, also in dem Sinne schon. Sondern neu geschrieben fürs Deutsche Schauspielhaus. Und Peter Gorski führte, wie gesagt, Regie. Und unten saß immer Gustav Grünkens, weil der Adoptivsohn eben oben Regie führte. Und zu Hause war das also, bei mir zu Hause war das, was, Gustav Grünkens ist bei dir, Gustav Grünkens. Gott, Theatergott. Ne? War er ja auch ein bisschen. Und eines Tages kommt die Stimme, und ich habe mich immer reingeschlichen, wenn ich nicht dran war, das habe ich immer schon gemacht, ich wollte immer lernen von anderen, immer gucken, wie machen die das und so, was kann ich dafür für mich nehmen, habe ich später auch immer beibehalten und so, und eines Tages kommt von unten aus dem Dunkel die Stimme, sagt, junger Mann, kommen Sie doch einmal herunter zu mir, junger Mann, 10 Jahre alt, ne, war ich, 10 Jahre, und ich runter, Gott hat gerufen, und gehe runter und stehe vor ihm so, und da sagt er, junger Mann, ich habe Sie jetzt eine ganze Zeit da oben auf der Bühne beobachten können. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das einmal beruflich machen würden. Boom. Und das habe ich zu Hause erzählt und da sind meine Eltern fast in Ohnmacht gefallen. Ja. Aber das war natürlich auch wahnsinnig, dass der Mann mir, also erstmal, dass er mich siezte, war sowieso nicht zu begreifen, aber sagte, Sie können das beruflich machen. Ich wollte das damals ja schon beruflich auch machen, mit 10 Jahren schon. Das baut möchte ich auf. Ja. Und das war natürlich ein Antrieb. Und die Entwicklung mit Gorski entstand dann? Peter Gorski, weil das war der Regisseur von dem Stück, hat das wunderbar gemacht. Und also mit dem hatte ich keine großen... Ich hatte auch nicht jetzt mit Gründgens danach großen Bezug, sondern
Das war mein Haupterlebnis mit ihm. Klar. Und dann war ich, kurze Zeit darauf war ich am Thalia-Theater. Das war das andere große Theater in Hamburg. Und da war ein Mensch, der mich mein ganzes Leben lang auch gedanklich und gefühlsmäßig begleitet hat. Das war Hansi Lothar. Mhm. Hansi Lothar war dieser wahnsinnige Schauspieler, ja, von den drei Brüdern, Günter Neuze, Horst Michael Neuze und er der jüngste Hansi Lothar. Und ich spielte seinen Sohn damals. Und das war Liebe auf den ersten Blick zwischen ihm und mir. Der war 17 Jahre älter als ich, aber war so ein väterlicher Freund. Es gibt ja so, wenn man, wenn zwei Menschen einfach seelenverwandt sind. Und Hansi war dann für mich sehr entscheidend, der mein Leben, solange er lebte, auch immer beobachtet hat und immer mit sehr viel Humor begleitet hat. Mit 14 spielten Sie in dem Film Die Brücke. Jo. Also Bernhard Wicki führte ja Regie. Das waren 3 Monate Drehzeit, 3 Monate, und das war in der Schulzeit. Meine erste Frage ist, warum hat die Schule genehmigt, dass Sie so lange fehlen? Und hatten Sie es hinterher schwer, den Anschluss wiederzufinden oder nicht? Naja, also das war erst einmal sollte es 1 Monat dauern, also wie das beim Film ist. Und höchstens 6 Wochen. Also dann, beim BR läuft das noch ein bisschen anders. Ja. Und da musste ich ein bisschen kämpfen, um da, aber ich war oft auf der Gelehrtenschule des Joanneums, klingt sehr gut. Ich bin aber heute sehr froh, dass ich da war, war eine tolle Schule. Und ich hatte einen sehr guten Professor, Professor Oppermann, der sehr auf meiner Seite war, weil ich immer, wenn die Abiturientenfeiern waren, habe ich immer aus der Ilias oder Odyssee gelesen für ihn. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was ich gelesen habe. Aber ich habe mit dieser damals schon fast schönen Stimme, und so saß er immer unten und war doch sehr eingenommen von mir. Und ich kriegte dann immer eine 2 in Griechisch. Und der war auf meiner Seite eben, weil der merkte, da ist irgendwas, was in dem so brennt. Und der hat gesagt, nee, wir müssen ihn das machen lassen. Er muss halt nachher aufholen eben halt, muss sich ranarbeiten wieder an das. Und dann wurden ja 3 Monate draus, und so, und dann ging ja sofort, als ich dann zurückkam, war bei mir so, dass ich nicht mehr zu halten war auf der Schule, nicht? Ich hatte jetzt alles geschnuppert, ich hatte alles mitbekommen, ich hatte diese Arbeit von Wicki mitbekommen, diese wahnsinnige, tolle Arbeit, wie ein besessener Mann mit jungen, ganz jungen Schauspielern umgeht. Das hatte mich nochmal bestärkt in dem, dass ich sagte, das ist der richtige Beruf. Und dann war eben, dass ich bleibt auf der Schule, bleibt er nicht. Meine Eltern wollten, dass ich auf der Schule bleibe, besonders meine Mutter, sonst hätte ich ja nicht Arzt werden können ohne Abitur. Und mein Vater war schon ein bisschen auf meiner Seite. Und dann habe ich gekämpft mit meinen Eltern, und mein Professor Oppermann hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen, hat mit mir ein langes Gespräch geführt und hat dann meinen Eltern einen Brief geschrieben, liebe Lechtenbrinks, lassen Sie den Jungen gehen, den kann nichts halten. Und das war der Punkt, dass ich losgelassen wurde von meinen Eltern. Es war ja ein sehr guter Film. Und haben die 3 Monate Sie geprägt? Also Sie haben ja dann alles kennengelernt, von der Maske über Catering, über Beleuchtung, über Kamera, über viele Assistenten, wo man aber gar nicht genau weiß, was sie so machen. Sie laufen rum, sind auch gewichtig und so weiter. Das würde mich interessieren. Dieses ganze Drumherum, haben Sie das genossen oder haben Sie begierig gelernt, was macht eigentlich da jeder Einzelne und jede Einzelne? Ja, beides. Beides. Wir haben natürlich die Chance gehabt, hautnah alles zu erleben. Wir waren ja alles, Wicki wollte nur Jungs haben, die schon mal mit dem Beruf in Berührung gekommen waren. Also wir waren nicht jetzt ganz, ganz artfremd und so. Also wir, Fritzi Wepper, Michi Hinz, die hatten alle schon ihre Sachen gemacht auch und so. Da haben wir natürlich auch abgeguckt, was machen die auch, zum Beispiel die Bum Bum Kali, das war unser Sprengmeister da, da haben wir immer so, wie macht er die Drähte zusammen und sowas und so. Aber es waren ja 2 Leben, also das vor der Kamera, das war ein wirklich sehr ernstes, angestrengtes, hartes wirklich Arbeiten, weil wir spürten irgendwo auch, das ist wohl ein toller Film, das merkte man irgendwo und so. Und dann, wenn wir Drehschluss hatten, dann waren wir als 7 Jungs, die das Leben genossen haben. In jeder Form. Die Sarah Wiener hat mir erzählt, dass sie Catering machte beim Film, und damals war sie natürlich
sehr jung, hübsch ist sie ja immer noch, aber das war sie damals auch. Und die Schauspieler wünschten sich immer wieder dieses Catering und logen und sagten, die macht so fantastisch Brötchen und das und ja, das. Ja. Das macht ihr auch Catering Spaß. Aber Catering ist sehr wichtig, ne? beim ja, Film. Klar. Ja, wenn du schlechtes Catering hast, bist schlecht gelaunt oder bist auch müde und kommst. Ja, ich würde ja, ne, viel zu viel essen, weil immer in den langen Pausen, wo ich nichts zu tun, ja, habe, ja, isst sich ja so vor, ja, sich hin. Ne? Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen naschen und richtig, so. Richtig, ja. Wie erlernten Sie denn während des Films das Soldatenhandwerk? Man muss das ja auch dann ein bisschen verstehen, was, ja, man da macht. Ja, wir hatten eine richtige Ausbildung. Wir hatten also richtig, wir wurden richtig grundausgebildet, sagen wir so. Ach, also ja, wir hatten richtig Übungen mit, also das Wichtigste haben wir lernen müssen. Ne? Also wie man salutiert, wie man robbt, wie man das, damit wir für alles gewappnet waren, dann, wie man das Gewehr hält, wie man das Gewehr reinigt und so, auch selbst wenn das nur kurze Szenen waren. Vicky bestand darauf, nee, die müssen genau wissen, was sie tun und da muss jeder Griff stimmen. So, das haben wir alles gelernt dann. Sie haben später den Wehrdienst verweigert. Hängt das auch mit Ihren Erfahrungen aus diesem Film zusammen oder kann man das nicht sagen? Auch. Ja. Ich war auch schon vor dem Film war ich so durch das, was ich im Kino gesehen hatte und was ich als Erzählung kannte. Und ich habe an mir bis heute eine unheimliche innere Wut behalten mit dieser Zeit gegenüber, weil ich fand es so grauenvoll, was ich da gesehen hatte und was da war. Das ist für mich ganz klar, weil ich werde keinen Wehrdienst machen. Na, weil ich hatte auch zu der Zeit noch ein Stück gespielt, das hieß Und das Licht scheint in der Finsternis von Tolstoi, und da spielte ich einen Wehrdienstverweigerer, der am Schluss erschossen wird. Also das kam alles so in meinen Reihen, dass ich dachte, das will ich nicht, das muss ich nicht haben. Und war es schwer zu verweigern? Ja, sehr schwer. Oh, ich habe alles gemacht. Ja, unter anderem war eine tolle Zeit dadurch. Habe ich 3 Jahre bei Peitze Fitzmann hier in Berlin gewohnt, weil er hat gesagt, nee, du gehst da nicht hin, du wohnst bei mir und bleibst hier. Aber immer wenn ich rüberflog und was macht, war ich schon an, wenn ich da ankam, war schon wieder die Leute vom Wehrersatzamt da und sagten, ah, da sind sie ja wieder, dann können sie auch wieder zur Musterung. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Musterungen überstanden, würde ich mal sagen. Wie half Ihnen eigentlich eine besonders schöne Ärztin bei der Verweigerung? Ja, es war... Mir fiel auf, dass Ihnen eine Ärztin geholfen hat und dass sie besonders schön war. Und Sie waren ja noch ziemlich jung, denke ich. Naja, ja, aber nicht zu jung, um nicht zu sehen, dass sie schön war. Ja, ja. Also, na, und die Wahl war... Ich war da wieder mal in Hannover am Theater und spielte eben dieses Und das Licht scheint in der Finsternis. Und nächsten Tag sollte ich neue Röntgenfotos mitbringen, weil es ging bei mir um Rücken und sich diese Krankheiten also angegeben hatte auch. Und das war so der Endpunkt schon. Das war so, dass man sagte, das wird jetzt wohl die letzte Musterung sein, weil da kommst du nicht wieder raus, weil ich war ja bis dahin auch nicht weggekommen, also ich hatte es immer nur rausschieben können. Ne? Und dann spielten wir dieses Stück und am nächsten Morgen klingel ich damals wusste ich noch nicht, dass sie jetzt gleich eine bildschöne Ärztin aufmacht. Ich klingelte an der Praxistür und dann stand diese schöne Ärztin da und sagte, ich war gestern im Theater und war das, was Sie gespielt haben, ist das auch Ihre Einstellung? Also war das 1:1 oder denken Sie ganz anders oder so? Ich habe gesagt, nee, das war genau meine Einstellung. Aber ich würde ungern dafür erschossen werden. Also, na, sehr gut, dann kommen Sie mal rein. Und dann hat die Röntgenaufnahmen von mir gemacht. Ich weiß gar nicht, so habe ich gelegen. Das eine Bein hatte ich hinter über dem Kopf und so. Und packte das ein und hat gesagt, so, das nehmen Sie morgen jetzt mit zur Musterung. Ja? Nichts weiter gesagt. Und dann bin ich am nächsten Morgen zur Musterung gegangen, wieder klopfenden Herzens und dachte, oh Gott, was wird das jetzt werden? Hab die abgegeben, die Bilder und so. Und 10 Minuten später kam einer der Ärzte raus und sagte, ja, nehmen Sie das wieder mit, Sie können gehen. Das ist, ja, ich sah, muss so schrecklich ausgesehen haben auf diesen Bildern, die Sie da betrachten mussten, dass Sie gedacht haben, okay, also die Verantwortung können wir nicht übernehmen für diesen missgestalteten Menschen. Konnten Sie ihr je danken? Haben Sie wieder gesehen? Ja, ich war
versuchte immer schon Kavalier zu sein. Ich habe sie zu einem Essen eingeladen und wir haben uns nett unterhalten und ich habe mich bedankt. Und na, weiter frage ich nicht. Alles klar. Übrigens war ich auch keinen Tag bei der Armee, was in der DDR noch schwieriger war. Ja, das glaube ich. Und erst wollten sie 3 Jahre, dann die üblichen 1,5 Jahre, dann 6 Monate, zum Schluss nur noch 6 Wochen. Und zwar, damit ich den Fahneid leiste und dann als Unterleutnant entlassen wäre. Das sind dann im Krieg auch die tollen Offiziere von Tuten und Blasen, keine Ahnung, ja, aber ja, geben die Befehle. Ja. Naja, und dann habe ich zu dem gesagt, wissen Sie, das geht nicht mit den Gerichtsverhandlungen und ich bin ja alleinerziehend mit meinem Sohn und so weiter. Wir müssen das anders machen. Sie müssen mir ein Jahr vorher sagen, wann die 6 Wochen kommen und dann versuche ich das zu organisieren. Nicht, dass ich Lust hatte, aber so bin ich mit dem verblieben. Ein Jahr später war ich wieder da, vorgeladen. Dann sagt er, ja, jetzt haben wir 2. September, am 1. Oktober werden Sie für 6 Wochen gesucht. Sag ich, kann doch nicht wahr sein. Ich habe Ihnen gesagt, ein Jahr vorher und so weiter. Und dann diskutierte er mit mir, wo mein Sohn hinkommt. Zählte lauter Varianten auf, die alle nicht gingen. Und am Schluss, das werde ich nie vergessen, sagt er zu mir, tja, dann muss Ihr Sohn eben für 6 Wochen ins Kinderheim. Und da sagte ich, ja, da haben Sie recht, das ginge. Allerdings nur über meine Leiche. Und ja. Daraufhin brüllte er, raus! Ja. Und ich bin auch gegangen. Und dann habe ich nie wieder was gehört. Ja. Der war fertig mit mir. War ein schönes Erlebnis, schön. Dieses raus, meine ich. Wusste gar nicht, dass das so angenehm klingen kann. So, wie war überhaupt Ihr Leben in der Schule? Waren Sie einer der Besten, einer der Schlechten, in der Mitte? Oder war das völlig unterschiedlich, je nach Fach? Nee, ich war am Anfang war ich einer der Besten. Das fiel mir relativ leicht alles. Also ja, ich hatte immer meinen Mäcki dabei. Das war so mein Talismännchen. Der hat ein bisschen zerkaut immer bei Prüfungen. Aber das fiel mir leicht. Das war die ersten 4 Jahre, war damals, nee, wir waren 6 waren das, 6. Und dann gingen wir rüber damals in die Gymnasien und so. Dann fiel mir auf dem Gymnasium die erste Zeit fiel mir auch relativ leicht. Und dann war ich aber immer schon so beschäftigt mit vielen da, Rundfunk, da. Und was mir viel mehr Freude machte. Ich hatte allerdings auch Fächer, die mir in der Schule wahnsinnig viel Freude gemacht haben, für die es mir auch leid tat, dass ich also dann die nicht weitermachen konnte. Einen tollen Deutschlehrer zum Beispiel. Also, da aber auch noch diese anderen Lehrer, die noch aus der Zeit davor kamen, die da und aufstehen und baden und so. Also so gemischte Gefühle. Und dann fiel mir nach dem Wiederkommen von der Brücke, fiel es mir natürlich auch nicht so leicht, jetzt wieder Anschluss an das Lehrmaterial zu finden und sowas. Und ich war ja gedanklich auch schon weg, also mit dem. Ja. Und da wurde es dann richtig schwer für mich. Dann musste ich mich sehr anstrengen, weil ich wollte wenigstens ein anständiges Abschlusszeugnis haben und so. Und dann habe ich viel gearbeitet, dann ging das. Und so bin ich dann von der Schule gekommen. Nach der Schule studierten Sie Schauspiel in Hamburg. Erstens interessiert mich, wie lange? Und kann man das so vergleichen mit der Schule, die ich wegen meiner Schwester natürlich etwas kannte, in Berlin-Treptow, Köpenick, wo Penker der Direktor war und so, die ist ja ziemlich berühmt, diese Schauspielschule. War das, also die haben da zum Beispiel Fechten gelernt und Reiten gelernt und weiß ich, was sie alles gemacht haben, natürlich immer Vorspiel, Fantasie und alles Mögliche. Wie war Ihre Schauspielschule? Meinen Sie die Schule, die in Brandenburg? Nicht in Brandenburg, in Treptow. Die eine ist in Potsdam. Ja, Potsdam, und die zweite ist hier in Berlin, Treptow, Köpenick. Und die war noch berühmter als die in Potsdam. Ja, das finde ich toll. Ich finde diese Mischung auch toll, dass man auch Film ja lernt und also Kameraleute sind da und dass das gemischt ist und dass man, also je mehr man lernen kann, finde ich also. Und wie war das bei Ihnen in Hamburg? Bei uns, ich war zunächst auf der Staatlichen Hochschule für Musik und Bildende Künste. Da habe ich mich allerdings ein bisschen überworfen dann mit dem Leiter dieser Schule, weil es eine nicht sehr unkomische Geschichte ist. Und bin dann auf eine staatlich anerkannte Schule von Nilburg-Frese gegangen. Das war sehr gut. Da hatten wir auch Fechten, wir hatten Musik, wir hatten Tanz, wir hatten Theatergeschichte, wir hatten das alles. Ich war ja viel weg, weil ich immer schon gedreht hatte. Ne? Ich war immer schon da, habe ich dann mit Gustav Knuth die Serie gedreht und da und da und da. Und ich habe aber diese 3 Jahre zu Ende gemacht, weil ich dachte, nee, also mein Vater sagte auch, also das machst du jetzt aber nun wirklich gerade zu Ende. Klar, ja. Und habe ich auch gemacht und habe auch Abschlussprüfung vor der Bühnengenossenschaft gemacht.
und wurde dann gleich mitgenommen von meinem geliebten Kurt Erhardt nach Hannover, dann ans Theater. Ich habe so richtig so, wollte ich auch, ich wollte auch dann Theater spielen, und obwohl ich dann eine sogenannte Fernsehkarriere schon gemacht hatte, also mit Alle meine Tiere und. Und dieser Streit mit dem Direktor für Bildende Kunst und Musik? Der war nicht unkomisch, weil mein Busenfreund, Geliebter, mit dem ich groß geworden bin, weil wir uns so früh schon kennengelernt haben, war Thomas Frisch. Und Tommy und ich trafen uns immer an der Ampel. Wir wohnten in der gleichen Ecke von Hamburg. Trafen uns morgens an der Ampel. Er ging rechts in die Volksschule, ich links in die Volksschule. Und also die Freundschaft ist immer geblieben. Auch wir waren auch zusammen dann auf der Schauspielschule, eben auf der staatlichen. Und da herrschte so da gab es so, wenn man da lernte, durfte man nichts nebenbei machen. Aber man musste ja die Schule bezahlen. Also, und wenn man kein Geld hatte, dann habe ich dann immer gesagt, naja, bei Professor Marx, ich könnte doch was drehen dann, und dann habe ich Geld und dann kann ich das bezahlen. Nein, wir haben ein Prinzip, hat er gesagt, und da wird nichts in dem Beruf schon nebenbei gemacht. Habe ich einsehen müssen. Und Tommy steht mit mir an irgendeiner anderen Ampel, weil wir ja schon größer waren, und sagt, du, ich mache übrigens einen Film, weil er der Sohn von dem berühmten Willi Fritsch war. Mhm. Ne? Und ich sage, wann machst du einen Film? Ne? Ja, wir fangen jetzt in 3-4 Wochen an. Und dann war ich aber bei meinem Professor drin. Rein, und habe gesagt, Professor, also Sie haben doch gesagt, keiner von hier darf und so. Und dann hat er gesagt, ja, das musst du so nehmen, wie es ist. Ich sage, nee, das kann ich nicht. Ich sage, entweder alle oder keiner oder was. Wenn du nicht willst, dann kannst du ja gehen, hat er dann gesagt. Und dann habe ich gesagt, das war der letzte Tag, wo ich an der Schule war. Ich bin raus aus der Tür und nie wieder reingekommen. Ne? Weil ich dachte, das geht nicht. Ne? Entweder gibt's ja. Aber jetzt muss ich den Abschluss dazu erzählen. Ja. Dann rief er noch, bevor die Tür ganz zugegangen war, hat er gesagt, und eins will ich dir sagen, du wirst nie Karriere machen. Ich dachte, na gut, wenn er meint, dann und so. 3-4 Jahre später machten wir Kabale und Liebe am Schauspielhaus in Hamburg. Hm? Unter Ivan Nagel, das war die erste Intendantenarbeit von Ivan Nagel. Kabale und Liebe, und da gibt's Ferdinand und Luise, das berühmte Liebespaar. Und Ferdinand spielte ich. Und Angela Schmidt spielte Luise. Und da gibt's auch einen Kammerdiener, der hat aber nur eine kleine Szene. Und wir hatten Leseprobe und so nach und nach kleckerten wir alle ein an dieser. Und ich hatte mich vorher nicht so genau orientiert, wer spielt was, und so plötzlich kommt mein Professor rein, setzt sich an den Tisch, wir beide gucken und so. Und die Leseprobe soll losgehen, da kommt er aufgestanden und geht auf mich zu und sagt, das mit der Karriere nehme ich zurück. Und das fand ich wieder toll. Ja. Ja, er wusste es auch noch. Ja, das fand ich super. Die Welt ist ein Dorf. Als meine Mutter Leiterin des DDR-Zentrums des Internationalen Theaterinstituts war, war das der Ivan Nagel in der Bundesrepublik. Und als ich sie besuchte, saß er da und da haben wir uns unterhalten. Ich meine, es ist doch nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Also, war Ihr Theaterdebüt danach, habe ich das richtig gelesen, der Prinz von Aragon in im Kaufmann von Venedig in Hannover? Ja. Wie war die erste Premiere? Da ist man doch wahnsinnig aufgeregt. Oder nicht, weil Sie das schon als Jugendlicher kannten? Na, ich hatte ja schon viel jetzt gemacht. Ja, ne? Ja. Also, obwohl Theater, ich hatte ja auch Theater gemacht. Also wenn ich jetzt ganz neu im Theater gewesen wäre und durch die Stunden, den Unterricht und so, hat man ja auch dieses Theatergefühl schon, Theaterrollen schon studiert und so. Ich war erst mal, wie immer wollte ich eigentlich die Hauptrolle spielen und nicht den Prinzen von Aragon. Ne? Weil, ja, und dann hatte ich diesen wunderbaren, ich hatte eben einen ganz herrlichen Intendanten. Ich meine ja immer, wenn du gute Lehrer hast oder auch in der Schule, auch auf den beiden Schulen, auf denen ich war, wenn du einen guten Lehrer hattest, warst du selber auch gut, nicht? Wenn der Interesse in dir erwecken konnte oder wenn er dich behütet hat oder wenn er dir das Gefühl gegeben hat, du kannst das oder so, dann war es immer toll. Und wenn die anderen, die dann sagen, das kannst du ja eh nicht oder was, die haben mir nie was gebracht und nie was genützt und so. Ne? Und ich hatte da diesen wunderbaren Kurt Erhardt, der mich
bei der Prüfung hat er zu seinen Kollegen gesagt, da saßen die ganzen berühmten alten Intendanten, Strux und Schaller und so, da hat er gesagt, Leute, eins ist klar, der Blonde da drüben, ne, den nehme ich mit. Und das ist natürlich auch so ein Zeichen gewesen, wenn einer auch sagt, ich meine, das ist so Seelenverwandtschaft, mhm, nicht? Der hatte mich gesehen, mitgenommen, ich hatte auch gedacht, der wär's oder so. Und der war dann mein Intendant. Und dann war es ein bisschen komisch, dass man, eigentlich war es am komischsten, dass man so eine kleine Rolle spielte. Aber dass ich da gelernt habe, eben halt auch von Kurt Erhardt dann, eine kleine muss auch gut gespielt werden, die muss erst mal können. Und dann die ganzen Kollegen, die alle ihren Beruf sehr gut können und so, also war aufregend. Und der Dieter Mann hat mir erzählt, als er das erste Mal eine Theaterpremiere erlebte und er hatte auch die Hauptrolle mit einer Schauspielerin, Riesenbeifall und so weiter im Deutschen Theater. Und die Garderobe war voll mit Telegrammen und Blumen und Wein und so weiter. Und 3 oder 4 Tage später spielten sie das Stück nochmal, wieder toller Beifall, er kam in die Garderobe, nichts. Und da kam ein alter Schauspieler rein und sagte, ich wollte dir nur sagen, das ist der Alltag. Ja. Und das hat er nicht vergessen, weil du dachtest, wenn man so gefeiert wird bei der Premiere, dass sich das fortsetzt. Das allerdings ist ein Irrtum. Ja, aber er hat recht, das ist, bist ja so in der Höhe dann nach der Premiere und gehst auf Wolken und so. Und dann gibt es den sogenannten Alltag. Ich habe dann ja weitergespielt bei Kurt, er war 4 Jahre da und machte wieder auf Fernsehen und da spielte da im Fernsehen den blonden, lieben Jungen. Und dann hatten Hilpert und Heinz Hilpert, der berühmte Heinz Hilpert, der hatte König Lear inszeniert in der Zwischenzeit. Ja. Und dann kam ich zurück und dann kam Kurt Erhardt und Hilpert kam zu mir und sagte, also sagte Hilbert, pass auf, wir haben jetzt ein bisschen Attentat mit dir vor, ja, wir haben jetzt, also du musst jetzt einen Schritt weitermachen, ja, verstehst du, ja, so einen Schritt. Du spielst jetzt den Edmund, den Edmund spielst. Und der Edmund ist im König Lear der böseste von allen, da sind also umgeben von allen möglichen Bösen, da ist fast keiner gut, ne, außer, aber Edmund ist der allerböseste, ja, und ich denke, also den spielst du jetzt, verstehst du? Also streng dir an, du. Also jetzt geht doch mal so. Und ich am Tag vor der Premiere, ich mit der Maskenbildnerin gesprochen, habe gesagt, wir machen das und so. Dann haben wir mich aber wirklich schwarze Haare, die wir blonden Haare haben, wir schwarz gemacht. Dann haben wir mir ein bisschen Nasenkitt und so. Und ich fand mich so böse, wenn ich in den Spiegel guckte. Ich sah so böse aus, ne? Wirklich. Und dann kommt die Szene ran. Ich bin mein erster Auftritt. Und ich stehe da und sage, den beiden Schwestern schwur ich meine Liebe. Und beide hassen sich, wie der gestochen, die Natter. Plötzlich kommt aus der dritten Reihe, mein Gott, ist der süß. Tja, furchtbar. Das war so schrecklich. Ja. Ja, ne? Mein ganzes böses Ding war. Ja. Ne? Sie spielten in Köln, Berlin, München und Hamburg. Was waren die Unterschiede und an welchem Theater spielten Sie eigentlich am liebsten? Ja, kann man so nicht sagen. In Hannover, der Anfang war toll. Mit Kurt Erhardt, also einen besseren Händen hätte ich mir nie wünschen können. Auch eine stärkere Art von Behütung, Beschützung und Humor. Der Mann hatte Humor, der Mann hatte aufgepasst, dass ich auch dann wirklich immer größere Rollen spielte. Also Hannover war toll. Dann bin ich nach Köln gegangen. Da hatte mich Arno Aßmann hin engagiert, das war auch ein berühmter Schauspieler und der war da Generalintendant. Der war aber, als ich dann kam, hatte er da schon gekündigt, weil da war es dann nicht so doll, weil die personelle Konstellation sich schon geändert hat. Da spielte ich aber Prinz von Homburg, also insofern war das durch die Rolle schön. Eigentlich war es immer schön. In München war es halb schön, aber da bin ich auch gleich von Lietzau dann wieder mitgenommen worden nach Hamburg, also... Dann war ich in Hamburg und dann war Nietzsche aber schon in Berlin. Also es lief nicht immer so ganz alles so glatt, aber es war eigentlich spannend und aufregend war es überall. Und dann später bin ich ja dann weggegangen vom Staatstheater nach 10, 12 Jahren, hatte ganz viel gespielt, weil mir dann der Ton und die Art und Weise an manchen Theatern nicht mehr gefallen hat und weil mir vor allen Dingen manche Regisseure nicht gefallen haben, die also mit Menschen umgegangen sind, als wären die der letzte Dreck, nicht? Also so diese, ja, gehen Sie mal dahin, dann machen Sie mal und gar nicht hingeguckt haben, was die Schauspieler machen. Und das hat mich wütend gemacht und habe gesagt, so Staatstheater ist erstmal vorbei. Vorbei.
Ab wann waren Sie auch als Regisseur tätig? Fing das wirklich mit Charlies Tante an? Könnte man so sagen. Es fing an mit wir machten wieder im Schauspielhaus, das deutsche Schauspielhaus spielt schon immer wieder eine Rolle. Da war Liebermann, Professor Liebermann war Interimsintendant gewesen damals. Mhm. Und ich fand den Mann auf den ersten Blick faszinierend und toll. Und wir sollten ein Stück machen, ein englisches Stück. Das fand ich aber nicht so gut, das Stück. Und dann bin ich mit einem anderen Stück von demselben Autor, bin ich dann zu ihm, zu Professor Liebermann, habe ich einen Termin bei ihm gehabt. Und eins hieß Shakespeare in Love und das andere hieß Der Kindersegen. Beide waren von Howard Brandon. Ich sagte, warum machen wir nicht das andere Stück von Howard Brandon? Das ist doch viel spannender und viel besser. Ich sagte, bist du sicher? Ich sage, ja, bin sicher. Ich sagte, pass auf, mach den Vorschlag. Wir können den Spielplan nicht ändern, aber ich gebe dir 1000 Mark. Mark waren es damals. 1000 Mark für die ganze Arbeit. Das heißt also Bühnenbild, Kostüme, bam, bam, Besetzung, alles. Das Ganze darf nicht mehr als 1000 Mark kosten. Ja, und du kriegst von mir eine Vorstellung im Malersaal, garantiert. Der Malersaal war der kleine Spielsaal vom Deutschen Schauspielhaus, also war nicht die große Bühne, ne? Der ging 150 Leute rein oder sowas. Eine Vorstellung, und das ist es. Ne? Ich sage, gut, mache ich, finde ich toll. Dann haben wir damals Knut Hinz, Claudia Amm und ich haben und zwei andere junge Burschen noch, die haben die Assi gemacht und Requisite und alles und so, Bühnenbild haben wir gemacht. Und dann haben wir das auf die Beine gebracht sozusagen. War ein wahnsinniger Erfolg. Leute haben applaudiert, du glaubst es nicht. Was? Das hätte der Malersaal wäre fast auseinandergebrochen und so. Und ich bin am nächsten Tag dann zu Professor Liebermann hochgegangen und hatte so einen Umschlag mit einem kleinen und da gesagt, so Professor, das ist für Sie. Ich sagte, was soll ich? Da waren dann 666 Mark drin. Und er sagte, was soll ich? Ich sage, ja, mehr haben wir nicht gebraucht. Den Rest schenke ich Ihnen zurück. Nein. Und da hat er gesagt, du linker Hund. Ach, und dann wollte ich gerade rausgehen und dann hat er gesagt, übrigens, nicht nur eine Vorstellung, ja, ab morgen 30. Pump. Und dann haben wir 30 Vorstellungen das Stück gespielt. Also das war meine erste Regie. Ne? Und Charlies Tante, wie war die? Charlies Tante war immer so, ich hatte immer gehört, es gibt ein Stück, was so saukomisch ist, dass die Leute sich kaputt lachen. Und das wollte ich immer machen. Eins ohne Wenn und Aber, wo es jetzt nicht um wesentliche Dinge geht oder so, sondern wo es nur darum geht, richtig abzulachen. Und dann hatte ich einen Schauspieler, einen Kollegen, den lange Zeit und mein Freund und so, und der war genial. Und Jörg Plewa. Ne? Und dann sagte ich gesagt, und dann las ich dieses Stück, dann sage ich, das ist eine Rolle für Jörgi, ne? Also ein Mann, der eine Frau spielt und das mit seinem Humor und seinem Ding. Und dann haben wir Charlies Tante gemacht und die Leute haben wirklich sich ausgeschüttet. Ja, es gibt vor Lachen, ja alle ne? berühmten Schauspieler, ja. haben das mal gemacht. Ja, aber keiner hat es so gemacht wie Jörg Plewa. Nicht? Das, war, das kann sein. Das war die Tante überhaupt. Sie haben auch Molières eingebildeten Kranken und Shakespeare inszeniert. Ist es leichter, Komödien zu inszenieren oder Dramen? Das ist beides schwer, ne? Also beides gleich schwer. Weil bei Komödien ist immer die Angst, die Komik kommt nicht drüber. Ja? Ja. Und bei Dramen natürlich, dass die ganze Faszination verloren geht. Also ja, und dass die Leute unfreiwillig lachen beim Drama, wo es nicht komisch ist. Geht auch nicht, ja. Aber es ist beides gleich schwer, weil eine Komödie muss eben, das Schlimme bei einer Komödie ist, und ich habe das jetzt gerade wieder gesehen, ich sage aber nicht wo, wenn die Leute auf der Bühne sich für komisch halten, ja, und dann lacht unten kein Mensch, ne, weil das weil die ja oben das schon erledigen, ne. Aber die sind meistens gar nicht dann komisch mehr, weil wenn, du musst eine Komödie musst du ganz ernst erzählen, als wäre es das Wichtigste von der Welt und als wäre jedes Unglück, was passiert, wirklich schrecklich und so. Und nicht sich oben schon selber und auch nicht so mit dem Twinkle, jetzt mache ich aber ganz tollen Witz, ihr müsst dann gleich lachen, lacht kein Mensch. Nicht? Also Komödie ist sauschwer zu machen, finde ich. Dann, also wenn man dann sich entscheiden müsste, würde ich sagen, eine Komödie ist schwerer zu machen als eine Tragödie. Ja. Sie waren auch Intendant, und zwar der Bad Hersfelder Festspiele von 95 bis 97. Ja. Das heißt, Sie waren der Chef.
Macht das mehr Spaß oder ist es anstrengender oder beides? Ich war ja zweimal der Chef, also einmal in Bad Hersfeld bei den Festspielen und einmal im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. In Bad Hersfeld hat es einen unwahrscheinlichen Spaß gemacht. Also in Hamburg auch, aber in Hamburg war mehr Arbeit noch mit Behörden und so. Aber in Bad Hersfeld war das toll. Aber wir hatten ein wunderbares Ensemble. Ich habe Briefe bekommen, noch von Rolf von Sydow zum Beispiel, ne? der jetzt leider auch verstorben ist, aber im hohen Alter von über 90 Jahren. Und er sagt, wäre die schönste Zeit seines Lebens gewesen. Aber das war auch ein Glücksfall. Die passten alle zusammen. Da hat jeder mit jedem harmoniert. Da haben sie zusammen Text gelernt. Aber wie wird man denn Intendant? Also ich bin noch nie gefragt worden. Ob ich das ja. Da werde ich mal, ich kenne da ein paar. Da werde ich mal schimpfen mit denen. Aber wie kommt das? Sie arbeiten als Schauspieler? Spricht sie jemand an? Oder? Ja, mich rief an, hier ist Bock. Ich sage ja. Und ja, wir haben jetzt eine Sitzung gehabt gerade in Bad Hersfeld. Ich war ja ganz oft in Bad Hersfeld als Schauspieler schon. Ne? Bei Uli Erfurt schon damals, also vor zig Jahren. Und war dann immer wieder in Bad Hersfeld und habe da viele schöne Sachen gespielt und so. Und dreimal einen Hersfeld-Preis gewonnen, das muss ich jetzt mal als Eitiker dazu sagen. Der Einzige, der dreimal, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, deswegen sage ich das nicht. Also, dann sagte ich, ja, Herr Bock, was kann ich für Sie tun? Ja, wir haben also überlegt und wir brauchen einen neuen Intendanten und wir möchten gerne, dass Sie das werden. So entstand das und dann habe ich gesagt, kann ich mir ein bisschen das überlegen und für mich war das natürlich auch neu, aber es hat mich natürlich gereizt, weil du kannst ja dann eben genau das Team zusammensuchen und bei Festspielen sowieso, nicht? Die kommen auch alle gerne, weil sie kommen raus aus ihrem Stadttheater und so und sind dann eben in einer ganz anderen Umgebung und wir haben eine wunderbare Zeit da gehabt und großen Erfolg auch gehabt, also. Sie haben aber das Ende muss ich mal erzählen dazu, ja? Ja? Ich war da also 3 Jahre, wir hatten 95% Auslastung, ja. 97% Auslastung, 99% Auslastung. Also es war wirklich also alles in Sahne und so. Und da wurde ein neuer Bürgermeister gewählt, aber jetzt gerade im letzten Jahr meines Daseins. Das war so, wie soll ich es einigermaßen charmant ausdrücken, ein Herrenmensch, ne? Furchtbar, ne? Und der gewann mit drei Stimmen Vorsprung gewann er die Magistratswahl und so wurde also neuer Bürgermeister und wurde er interviewt von den Journalisten am Tage, als das so bekannt wurde, er wird jetzt der neue Bürgermeister. Und was sind denn so Ihre Pläne? Der sagt, als Erstes werde ich den Vertrag von Lechtenbrink kündigen. Und er sagt, ja, wieso, das ist da so wahnsinnig erfolgreich was ist das denn? Ja, das Theater, was er macht, ist nicht mein Niveau. Und dann kamen die alle zu mir rüber von ihm. Und ich war in meinem Büro da und er sagte, Herr Lechtenbrink, wir kommen gerade von dem neuen Bürgermeister jetzt und so. Und der hat gesagt, also, er kündigt Ihren Vertrag, weil das nicht sein Niveau wäre. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie was, wenn ich das Niveau des Bürgermeisters hätte, würde ich mich erschießen. Und damit war die Zusammenarbeit beendet. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben einmal gesagt, dass das Theater für Sie Sucht ist. Warum? Und kann man sagen, dass es für Filme nicht gleichermaßen gilt wie für das Theater? Ja, nicht unbedingt. Ich hab nicht so viel, außer der Brücke, nicht so viel Filme gemacht, die so erwähnenswert sind. Also, weil ich auch, das war damals die Zeit zu Opas Kino ist tot, war doch die berühmte Bewegung. Und wir, also viele Kollegen, also auch namhafte Kollegen, hatten ja nun auch schon so sogenannte Straßenfeger gemacht, wie Alle meine Tiere, der eiserne Gustav und so. Und das alles lehnten die ja ab damals alles. Das war für sie Opas Kino, Opas Fernsehen und so. Und da waren wir ein bisschen raus aus dieser Nummer, nicht? Also, was das Kinogeschäft anbelangt. Und es hat mir aber auch nicht so sehr gefehlt, muss ich sagen, weil Theater war immer mein wichtigstes und größtes und Fernsehen. Da kamen auch die besseren Rollen her und so.
Und dann hatte sich das nie ergeben. Das also, und deswegen kann ich also über Film kann ich nicht so emphatisch jetzt sagen. Also mir haben Schauspielerinnen und Schauspieler, die beides machen, gesagt, das Schlimmste am Film sind die Wartezeiten. Also du bist dran und dann bist du 4 Stunden nicht dran. Ja, das ist schon mühsam manchmal. Ja. Ne? Aber wenn du einen tollen Film machst, dann nimmst du das in Kauf auch. Aber ja, beim Fernsehen muss man. Aber auch die früher. Sucht beim Theater. Wie lange, wenn Sie wie viele Abende kein Theaterstück gespielt haben, wann drängt die Sucht danach, dass Sie unbedingt wieder ins Theater gehen müssen? Wann fangen Sie an zu leiden? Dass ich reingehen muss oder dass ich selber? Dass Sie selber. Dass ich selber machen muss. Oh, das geht ziemlich schnell. Aber ja. Ich habe diese Sucht immer ziemlich schnell auch befriedigt. Also ich habe ein Stück nach dem anderen gemacht. Manchmal habe ich einen abends eins gespielt. Ja, aber wenn Sie jeden Abend dahin müssen, das ist ja auch ein anstrengendes Leben. Nein, jeden Abend nicht. Ja. Na, und es gibt nichts Schöneres als vor Erschöpfung zu schimpfen auch. Nicht, dass man sagt, ah, jetzt ist aber wirklich gut und so. Dann bist du 3 Tage draußen und sagst, na, jetzt könntest du aber wieder anfangen. Ja, ja. Also, das ist einfach da. Nicht? Und bei jeder Premiere sagt man immer, Mensch, die haben es gut, die Leute, die gehen jetzt alle nach Hause und so. Und du musst jetzt zur Premiere. Also, nein, man will ja auch hin, man will hin. Und wenn es dann geklappt hat, dann ist es eben halt ein wunderbares Gefühl. Ne? Sie spielten auch viel im Fernsehen. Also zum Beispiel im Kommissar, im Fall für 2, im Großstadtrevier, im Tatort, in Rosamunde Pilcher und in der Inga Lindström-Reihe. Ich finde das erstaunlich, muss ich Ihnen sagen. Ja. Was ist der Unterschied der Arbeit im Fernsehen mit der im Theater? Ja, fehlt einem das Publikum zum Beispiel? Na, du hast ja natürlich viel mehr Publikum, wenn du ein Fernsehen machst. Also wenn ja, du, aber sie erleben es nicht. Na, doch, das erlebt man also nicht so unmittelbar. Auf dem Haufen. Aber wenn ich zum Beispiel, also ich gehe mal am Einkaufen im Wind- oder Marktplatz, das ist ein kleiner Marktplatz bei uns in Hamburg, da wo ich wohne und so, kaufe da meinen Fisch oder auch Fleisch und Dinge und so. Und dann kommt schon, hab sie gestern Abend in den, ja, es war so schön und so. Also man kriegt da auch was zurück. Also, aber nicht mehr die Frau, die sagt, wie süß sie sind, wenn sie eine ganz böse Rolle spielen. Nein, derjenige nicht mehr. Nein, aber da gibt es eine schöne Geschichte aus dem Wind- oder Marktplatz. Stehe ich bei meinem Schlachter und so, bei Strieger, da und so, und dann sagt er, Lechbring, ja, erst kommen die 4 Damen, da standen so 4 Damen hinten. Ne? Nee, noch nicht. Nee, sagen die 4 Damen. Bedienen Sie erstmal Herrn Lechtenbrink. Wir wollen seine Stimme gerne hören. Ja, das glaube ich. Ja. Sie synchronisieren viel. Nicht darunter mehr, nicht. War auch, oder haben viel Hab synchronisiert. Viel, ja. Darunter war auch das Sandmännchen. Na, das muss doch wirklich Spaß machen. Das war natürlich wahnsinnig. Ich habe ja die letzten Sandmännchen draußen in dem fast leeren Sandhof. Ja, da war alles dunkel an so, und wir saßen da, ja, und machten Sandmännchen. Das war unvergesslich für mich, weil das war auch eine Ehre. Das war, also ich dachte, das ist eine wirkliche Ehre, dass die dich jetzt ausgesucht haben, ihr geliebtes Sandmännchen. Sie haben das Sandmännchen selbst gesprochen. Ja, ja. Wir haben ja auch noch einen Film gemacht, auch noch, ja, Sandmännchen. Der hat ja ein bisschen langweilige Texte. Ich fand immer... Wie hieß denn, jetzt komme ich auf den Namen nicht, nicht Schnatterinchen, sondern umgekehrt. Wie? Pumpab. Pittiplatsch. Pittiplatsch war die Spitzenfigur. Ich saß mit meinen beiden Söhnen vor dem Fernseher, wir guckten Sandmann und Schnatterinchen sagt, das Handtuch ist wieder ganz schmutzig, du hast dir die Hände nicht richtig gewaschen. Und dann sagt Pittiplatsch, wer es weiß, der war es auch. Diese Logik gefiel auch meinen Söhnen sehr. Ja. Wunderbar, ja. Ist doch auch wunderbar, ja, so eine Idee musst du ja erst mal haben. Ne? Herrlich. Da waren auch an dem sogenannten Westelf, da waren ja 2, ja, nie, ja. Ost-Sandmännchen und das Westsandmännchen. Und im Westsandmännchen hatten wir so oft tschechische Geschichten drin. Und die haben ja eine wahnsinnige Ader für so Geschichten. Da gab es zum Beispiel einige, der Karpfen Schupinski. Und der lief dann immer Schlittschuh auf seiner Schwanzflosse. Also ganz, ganz süße Kindergeschichten waren da drin. Das stimmt. Sie sind sehr erfolgreich als Sänger und haben irgendwann damit aufgehört. Zum Aufhören komme ich noch. Erstmal zunächst zum Sänger. Also,
Wie kamen Sie zur Musik und wie kam es zu Ihrer ersten LP, ich glaube 1976? Ja, ich hatte Theater gespielt, jeden Tag, jeden Morgen Proben, jeden Abend gespielt und so, und 15 Jahre lang ungefähr, also wirklich jeden Morgen, jeden Abend und so. Und da kam eine gewisse Müdigkeit dann auch mal selbst in mich rein. Und dann sagte ich so, nun ist mal gut, ich muss mal eine kleine Pause machen. Und in der Pause habe ich sehr viel Musik gehört, höre sowieso sehr viel Musik. Heute weniger leider manchmal als früher, aber immer noch sehr, sehr gerne und sehr häufig. Und dann hörte ich plötzlich Kris Kristofferson. Und das war ein amerikanischer Country-Star, ne? Der hat auch diese ganz, ganz berühmte Lieder auch für Johnny Cash geschrieben. Und ich liebe Country-Music, also ich mag die gerne, wenn es gute ist. Ich mag nicht die Fiddle-Bom-Dom-Dom, ich mag lieber die kernige, die Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings und so. Naja, wir sind beide ein bisschen kernig, das ja, muss ich ja ausdrücken. Absolut. Ja, das stimmt. Und dann hörte ich die, und dann hörte ich plötzlich so, weil ich genauer zugehört hatte, dachte ich, ah, das sind ja auch wahnsinnige Texte, die der da singt. Mhm. Die sind ja gar nicht so nur Liebe, Hebe, Triebe, Bums, sondern das sind ja richtige Geschichten. So über Alkohol, über Homosexualität, über Ehescheidung, über was. Also da waren richtige Kurzstories und so. Und da habe ich gesagt, das will ich machen, das finde ich toll. Ich will die Texte machen. Ich wollte nur die Texte auf Deutsch machen. Dann habe ich eine Freundin gehabt, die studierte Englisch, die hat mir die Ruhe übersetzt. Und dann habe ich überlegt, mit wem mache ich jetzt anständige, gute Texte. Und dann fiel mir Knut Kiesewetter ein, der damals schon ein sehr beliebter Volkssänger war, auch Komm aus den Federn, Geliebter, oder Sie sind grün, oder so, schöne Texte auch gemacht. Dann bin ich zu Knut rausgefahren in seinen Bauernhof und so, und dann haben wir das uns angehört alles. Und dann hat er gesagt, das machen wir. Und dann haben wir wirklich tolle Texte gemacht, meine ich heute noch. Haben wir super Texte gemacht und dann, ja, wer singt die jetzt? Und dann sind wir zu allen möglichen Koryphäen der damaligen Zeit gefahren, die also alle in der Hitparade Nummer 1, Nummer 5, Nummer 3. So. Keiner wollte die singen. Der sagt, nee, das ist uns zu haarig. Also der Alkohol und Bar, nee und so. Und dann sagt Knut, ja, dann musst du das selber singen. Und ich sagte, ich bin kein Sänger, Knut. Ich war wirklich kein Sänger. Also ich habe gern gesungen, aber ich war. Und da habe ich gesagt, nee. Und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann ins Studio gegangen und schweißnass wirklich, also. Und er stand immer hinter der Scheibe, hat mir die Einsätze gegeben und aber wir haben diese Platte gemacht, ne? Also mit den Texten von unseren neuen deutschen Texten von Kris Kristofferson. Und dann war das für mich erledigt. Ich dachte, ja, wunderbar, jetzt das wollte ich, das habe ich gemacht. Jetzt ist wollen wir und ich fuhr damals immer nach Ibiza, weil ich war auch Hippie, ne? Ich war ja, so lange Haare und Holzketten und ne, also kernig und Hippie, doch. Doch, geht doch, auch zusammen. Ein kerniger Hippie. Und ich laufe da am Strand entlang und so, und dann kommt immer einer und sagt, ey, das ist ja toll, Volker, das ist ja was. Ich sag, was ist toll? Ja, du bist in Charts. Ich sag, wo bin ich? Du bist in Charts. Ich sag, ja, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Okay. GEMA. Ich wusste nicht, was GEMA ist. Heute weiß ich das. Das ist ein schwieriger Laden. Aber kann man so na, sagen, ja. Aber nichts und so. Und das ging immer so weiter und so. Und bis ich dahinter kam, dass mein Lied, also meine erste LP damals noch, ne, in den Charts, also die wurde gespielt und wir waren in Single-Charts, wir waren in den großen Charts. Also plötzlich war das mein Beruf, also quasi nach außen hin und so. Und da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, das ist ja irre. Und dann kam ein Anruf aus Hamburg, ich soll nach Hamburg kommen, in die Polydor, damals größte Schallplattenfirma für Populärmusik. Und da war ein wunderbarer Sigi Wagner, der Chef dieser Dings und so. Und dann sagte ja, dann wollen wir beide mal. Und dann machte er mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Und das mit der Stimme, ne? Ja. Ein besonderer Erfolg war das Lied Ich mag. Wussten Sie es schon vorher, dass das ein Erfolg wird? Oder haben Sie gedacht, ach na, das wird gar nicht so gut ankommen, ein anderes wird besser? Also wenn ich so mit Bandleuten spreche, Ihre großen Erfolge haben Sie nie geahnt. Sie haben immer auf was anderes gesetzt und dachten, naja, das ziehen wir so mit durch. Und plötzlich war es das. Waren Sie auch überrascht? Ja, sehr, sehr überrascht. Ich fand es ein schönes Lied. Ich wollte das auch so singen, was ja? Aber man kann keinen Hit
produzieren. Man kann kein, das ja. ist unmöglich, das schafft kaum einer. Quincy Jones vielleicht gerade noch oder so, ja. der also nun alles, alle Tricks und alles möglich kennt. Aber du kannst nicht sagen, jetzt machen wir einen Hit. Das entscheidet immer das Publikum. Das Publikum macht die Hits. Die sagen, na, das Lied, wo man selber dachte, das geht jetzt wie Howie Carpendale sagt, das geht ab wie eine Rakete. Ja. Das bleibt dann in den Schubladen liegen. Und ein anderes Lied, von dem du gedacht hast, naja, das geht so mit vielleicht, oder, das geht plötzlich hoch. Also du kannst keinen Hit konstruieren. Was ist angenehmer, eigene Lieder zu singen oder gute Lieder anderer Leute neu zu interpretieren und zu singen? Eigene Lieder zu singen, weil und denen zu vertrauen, also den Liedern zu vertrauen und so, dass sie so ankommen, wie man es möchte und dass sie auch dem Standard und der Qualität genügen und so. Weil Lieder von anderen, so weit bin ich nie Sänger geworden, dass ich mir jemals zutrauen würde, ein Lied zum Beispiel von Leonard Cohen zu singen. Also weil ich singe es für mich alleine, weil ich das alles liebe, was Leonard Cohen gemacht hat. Aber ich finde immer das Original. Es gibt ja unheimlich tolle Shows jetzt mit den Doubles von allen Sängern, allen möglichen und so. Und die machen das auch sehr toll. Die sind aber meistens nicht bekannt. Also die sind als Person nicht bekannt. Nicht? Da singt dann Frankie Miller, singt dann Frank Sinatra. Keiner weiß, wer Frankie Miller ist, aber Frank Sinatra kennt jeder. Aber Frankie Miller singt es fast so gut wie Frank Sinatra. Ne? Aber das wollte ich nie, weil ich finde, wenn einer so ein Lied singen kann, ja. dann sollte man ihn. Ich mache manchmal aus Spaß, mache ich so ein Potpourri. Dann mache ich Adriano Celentano, Charles Aznavour. Und so, aber immer so gemischt und immer so in so einer Fantasiesprache. Gilbert Bécaud bitte nicht vergessen. Ja, Gilbert Bécaud auch. Ne? Ja. Aber Gilbert Bécaud wegen der Beziehung meiner Eltern zu Frankreich Nathalie. Hatte ich zu DDR immer von meiner Großmutter, die in Frankreich lebte, immer diese französischen Platten. Den Chansons aufgewachsen. Das ist jetzt eine gute Stelle, an der ich sagen kann, dass ich ihr ganzes Buch von vorne bis hinten gelesen habe. Und das finde ich erstaunlich. War es ein bisschen spannend für Sie? Ja, haben Sie das Leben in der DDR etwas besser verstanden? War alles sehr spannend für mich. Sonst hätte ich nicht so immer weitergelesen. Dann. Nein, das war sehr spannend. Sehr, sehr, auch sehr, sehr. Wann entdeckten Sie überhaupt Ihre Fähigkeit, Liedertexte zu schreiben? Habe ich nicht entdeckt. Der Drang war so stark bei den Christoffersen-Liedern. Da merkte ich plötzlich, es geht ja. Also, ne, und weil, wenn man meine Lieder auch heute hört, das ist nicht unbedingt übliche Sprache der damaligen Zeit gewesen. Also, da sind viele auch, ja, klingt, ich will nicht, dass es eitel klingt, aber sind auch viele sprachliche Raffinessen drin. Also, da reimen sich Dinge auf andere Wörter, als man normalerweise gereimt hat. Also, ich habe immer versucht, nicht, dass ich sie literarisch jetzt hoch einschätze, aber es sind ein besonderer Umgang mit der Sprache einfach auch. Ne? Da muss ich Ihnen erzählen, Heiner Müller hat mir erzählt, da gab es ein Theaterstück von ihm, das auch gespielt wurde. Und da sagten die Schauspieler immer statt Schnee, Schnei, weil das auch so im Drama drin stand. Dieser Schnei hier. Da sagt er, das war bloß ein Druckfehler. Ah, das ist schön. Das habe ich das schön. Auch. Und mit einer Betonung. Ja, das klingt doch toll. Schnei klingt toll. Das klingt super. Da sagt er, ich lasse es ja auch so. Ich finde es ja nicht schlecht, aber es war trotzdem Druckfehler. Klingt doch schön, wenn ja, stimmt. Siehst du den Schnei da drüben. Wie kam es eigentlich diesbezüglich zu Ihrer Verbindung mit Peter Maffay und den Brüdern Hoffmann? Und Hoffmann, denen Sie Texte schrieben. Sie sang Ihren Titel übrigens auch bei Eurovision Kontext 1983. Das finde ich auch spannend. Also erstmal, wie kam es zu der Verbindung? Und zweitens, wie war das bei diesem Kontext? Also meinen Sie jetzt Peter Maffay erstmal? Maffay, ja. Peter wir waren bei Hansi Last, James Last, in der Starparade. Und da war auch Kris Kristofferson an dem Tag. Und den wollte ich unbedingt kennenlernen. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann muss das auch passieren. Und da war ich da und da waren wir uns so gut verstanden gleich, Kristoffersen und ich, also wie man sich im Rahmen einer so kurzen Zeit gut war.
Und da war auch Peter. Und Peter war damals, ich fand immer seine Lieder toll. So bist du und so. Ich bin geschmolzen, wenn er gesungen. Genau wie ich bei Bernd Klüver auch geschmolzen bin, wenn er sagt, der Junge mit der Mundharmonika. Und so. Also das ist so meine Kitschader auch. Und dann Peter kam dann auf mich zu und sagte, Hombre, er nannte mich immer von Anfang an Hombre. Hombre, ich will mein Image ändern. Ne? Ich will anders jetzt werden. Ich will mehr wie Bruce Springsteen werden jetzt und so. Ich will auch andere Texte haben. Und du schreibst schöne Texte, das habe ich gehört und so. Willst du nicht für mich schreiben? Dann habe ich gesagt, ja gut, dann komme ich besuchen. Ich hatte so ein kleines Bauernhaus in Friesland. Und ich sagte, dann kommst du mich besuchen in Friesland, wir gehen durch den Wald spazieren und du erzählst mir alles so, was du dir auf der Seele liegt oder so. Und daraus versuche ich dann Texte zu machen und so. So entstand das dann. Und daraus entstand dann der Steppenwolf. Und die eine Seite hatte Bernd Meinunger geschrieben und die andere Seite hatte ich geschrieben. Und da haben wir gedacht, jetzt ist ein Neubeginn, nicht? Das ist jetzt, wow, Peter, die wollen eben, also, na, zieh die Jacke aus, nein, kommst du hier nicht rein. Waren ja alles tolle Sachen. Aber er wollte nun anderen. Ja, und dann bin ich wieder nach Ibiza gefahren. Und dann kam der damalige Manager von Peter, und der dann auch mein Manager eine Zeit lang war, kam dann immer rüber nach Ibiza und sagte, 500.000. Ich sag, was? 500.000. Ich sag, und dann flog er wieder weg. Und das letzte Mal, dass er nach Ibiza kam, sagte er 2,5 Millionen. Und dann hatte Peter mit dem neuen Peter Maffay 2,5 Millionen Platten verkauft. Ne? Und hatte also den Übergang von dem zu dem neuen brillant geschafft. Bis heute ja einer der größten. Und Hoffmann? Und Hoffmann und Hoffmann war so, wir hatten ein Lied geschrieben, das hieß Vorsicht, Rücksicht, Nachsicht. Und dann sagten wir, ja, singst du dann, Volker? Die sagten, nee, das passt nicht. Das passt auch nicht zu mir so. Und ich sage, ich will Hoffmann und Hoffmann haben dafür, weil der eine von den Hoffmann-Jungs, der ältere Bruder, der hatte eine super Stimme und der hatte auch so ein Gefühl und für das Lied genau, das war ja ein sentimental, so ein melancholisches Lied und so. Und dann habe ich an einem großen Verlag meine Rechte abgetreten, weil die bei einem anderen Verlag waren, weil das sehr teuer wurde, alles die Produktion. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kriegt ihr die Rechte von mir, also dann verzichte ich auf meine Rechte, aber dafür holt ihr Hoffmann und Hoffmann. Ne? Dann haben die Hoffmann und Hoffmann geholt. Ne? Ich hatte meine Rechte verkauft, ne? Hatte nichts mehr dafür, um dann auch ein bisschen Mitleid zu erzeugen. Nein, aber und dann haben die den Grand Prix gesungen. Und das dann heißt, das war die Zeit, wo sie von Hartz IV lebten. Das war die Zeit damals, als ich eben diesen Brief geschrieben habe, lieber Herr Gysi. Ne? Ich habe von Ihnen übrigens einen schönen Brief, wo Sie sich bedanken, dass ich dafür gestimmt habe, dass Sie wieder in den Bundestag kommen. Und den habe ich sehr schön aufbewahrt und gerahmt habe ich den auch. Und weil ich auch immer der Meinung war, dass das sich so gehört. Aber ja, und dann hatten die, sie hätten sogar den Grand Prix gewonnen, Hoffmann und Hoffmann, wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt gerade ein bisschen im Argen lagen mit unseren damals, nannte man das noch Gastarbeiter, ne? Mit den Italienern, mit den Griechen, mit den Jugoslawen und so. Und die gaben uns alle keinen Punkt. Ne? Wie das ja immer so ist, beim Grand Prix. Germany zero point. Genau, ja. Ne? Ne? Also war jedenfalls eine Zeit, oder das Nachbarland kriegt also alle Punkte. Und so wurden wir also nur Dritter oder Vierter. Und das Lied wurde in 40 Ländern wurde das auch, ja, und ich hatte meine Rechte. Ja, wissen Sie, was, ne? Das Besondere ist, was oft verkannt wird. Du musst da ja mit einem Lied auftreten, mal abgesehen von den Dingen, die noch alle hinzukommen, das sofort wirkt. Mhm. Und es gibt Lieder, die wirken erst, wenn du das zweite oder dritte Mal hörst. Darauf muss man achten, wenn man ein Lied schickt. Aber das war ja eigentlich ein Lied, das sofort wirkte, ne? Ja, das ging sofort. Ja, ich werde nie vergessen, einen Grand Prix werde ich nie vergessen. Da waren immer die üblichen Lieder mit viel Ballett und mit der Blick. Und plötzlich geht die Tür auf und jetzt Dänemark, ja? Und zwei wirklich etwas ältere Herren, damals so Mitte, Ende 50, kommen rein, setzen sich auf zwei Barhocker und singen ein Country-Lied. Und das waren die Olsen Brothers und sie gewannen den Grand Prix. Also es man kann es nicht voraussagen. Ja, das stimmt. Wie kam es? Insgesamt machten Sie, glaube ich, 12 LPs und
alles wurde dann auch zusammengefasst auf 7 CDs und dann hörten Sie 2018 auf. Das ist jetzt wieder ein bisschen Guinness, was anderes, aber warum hörten Sie 2018 auf? Nee, 2018, nee, viel früher. Wann war das? Nein, ich habe viel früher aufgehört. Ende der 80er Jahre. Also, ja, richtig. Nee, ne? Im Gegenteil, 2018 hat es wieder begonnen. Genau. Also, nee, alles klar. Aber da, ich hab aber relativ warum haben früh, Sie aufgehört? Ich habe mit Ende ja. 30 hab ich aufgehört. Das war, weil ich hatte, wie gesagt, 12 LPs gemacht und immer das genau geschrieben, was ich schreiben wollte und das gesungen, was ich wollte. Und dann kam die Zeit, wo die Firma dann sagte, du musst jetzt am Trend ein bisschen ändern und du musst... Und dann bemerkte ich plötzlich, dass also mir mein Publikum nur noch bis zu den Knien ging. Und nichts dagegen, wenn ich das richtige Stück spiele, Märchen oder Dings oder was. Aber ich wollte nicht die Lieder machen, die also... Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt wäre ein schöner Zeitpunkt aufzuhören. Und dann kam mir das Glück, kam mir dann wieder zustatten, dass ich einen Fernsehfilm, Ein Fall für zwei, drehte mit Heidi Brühl damals noch. Und da spielte ich einen Mörder. Und am Schluss, ich habe fast immer Mörder gespielt in den Krimis. Und am Schluss... Fast wie Kinski. Aber der sah auch grottengefährlich aus. Sein Blick schon. Ja. Ich mochte schon seinen Blick. Ja, ja, das war ganz schön. Ja, wir haben ja wunderbar, den kann der ja Max Giering, der kann den ja wunderbar nachmachen. Aber, nee, und dann dachte ich, aber wenn du aufhörst, dann... Und da habe ich am Schluss ein Lied auf der Bühne, also in dem Krimi... stehe ich auf der Bühne in so einem hellen Anzug und singe, irgendwann fangen wir wieder von Anfang an. Und man weiß aber als Publikum, der wird gleich, wenn er ausgesungen hat, Handschellen und wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Und das wurde ein Riesenhit. Auch wieder mit, womit man nicht gerechnet hatte, aber das wurde ein ganz großer Hit und so. Und da dachte ich, ja, so, das ist der Punkt jetzt aufzuhören. Ne? Mit einem Hit sozusagen. Ne? Und dann habe ich bei Gunter Emmerlich in der wunderbaren Sendung Die Schokolade, die ich sehr geliebt habe, die Sendung, da habe ich einen Sketch geschrieben und da geht es darum, Volker, willst du wirklich aufhören? Und da habe ich gesagt, ja, das ist das allerletzte Mal, dass ich im Fernsehen mit einem gesungenen Lied auftreten werde. Und dann habe ich das gesungen und dann war Schluss. Und das war... Und stimmt es denn, dass Sie inzwischen auf St. Pauli wieder singen und dann gibt es auch einen neuen Liederabend? Wo singen Sie in St. Pauli? St. Pauli gibt es ein wunderbares Theater, das heißt St. Pauli Theater. Da muss man erst mal kommen. Und daneben liegt die Davidwache, diese berühmte Hamburger Wache. Und dieses Theater ist so ähnlich, dieses gefällt mir ja auch toll hier. Das hat so eine Atmosphäre und das hat fast so wirklich, ist so fast wie hier. Auch ein bisschen rot-plüschig und auch mit zwei Rängen, glaube ich. Und hat, glaube ich, auch zwei Ränge, ne? Und auch so. Also richtig und da machen wir jetzt seit 2 Jahren, weil irgendwann habe ich gedacht, so jetzt will ich wieder. Jetzt, ich habe das auch gespürt an den Reaktionen. Das meinte ich mit 2018. Ich spüre das dann immer draußen. Ja. Ich bin ja nahbar sozusagen. Also wenn ich, weil ich habe auch nie schlechte Erfahrungen draußen gemacht oder so. Ich kriege immer nur viel Wärme und so. Und die haben gesagt, Mensch, sing doch mal endlich deine alten Sachen wieder. Und ich sage, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, jetzt will ich das wieder. Und ist das der neue Liederabend? Das ist jetzt der neue Lieder mit 10-Mann-Band. Ach. 2 Background-Sängerinnen und das geht ab wie eine Rakete. Aber da muss ja die Karte auch ziemlich teuer sein. Ja, relativ. Man muss ja 10. Aber auch jetzt nicht utopisch, ne? Nicht utopisch teuer. Sie hatten seit 1979 beim Saarländischen Rundfunk eine Fernsehshow live, Volker Lechtenbrink. Sie machten auch die Sendung Pop 79-80 und die Nachfolgesendung Lieder und Leute bei Volker Lechtenbrink. Fernsehmoderator ist ja nun eine völlig andere Aufgabe. Was reizte Sie daran? Und stimmt es, dass Sie Anthony Quinn als Gast hatten? Und wie war der so? Denn ich liebe ihn schon wegen der glorreichen 7. Es ist so fantastisch. Wissen Sie, dass ich auch seinen Witz nie vergesse, den er Joel Brünner erzählt und sagt, kennst du die Geschichte von dem Mann, der aus dem 15. Stock springt? Nein, sagt er. Bei jedem Stockwerk sagt er, bis hierher ging es noch gut. Ja, ja, super. So einen Blödsinn super. Vergisst man auch super. Nie. Ja. Also, wurden Sie plötzlich Moderator? Moderator. Ich bin zu vielen Sachen gekommen, wie die
Jungfrau zum Kind, ne? Also wie, man bot mir das immer an, weil die haben wohl gedacht, manche haben gedacht, das kann er auch, das macht er und so. Und mich hat das immer gekitzelt. Ich war immer neugierig. Ich liebe Abwechslung. Ich finde immer, das ist wie so ein Erfrischungsbad. Machst was anderes eine Zeit lang, dann machst du wieder. Ich bin immer wieder zum Theater zurück. Also das war so der Punkt meines Lebens, also der Haltepunkt. Ja. Aber dann bot mir der Unterhaltungschef vom da drehten wir gerade der Eiserne Gustav mit Gustav Knuth, mit dem wunderbaren Gustav Knuth, einer der liebsten Menschen auf der Welt. Und der war auch in jeder von diesen Pop-Sendungen drin, immer Gustav. Ach, fand er klasse. Und dann sagt er, ich habe da eine Sendung laufen, willst du die nicht moderieren? Und dann habe ich gesagt, lass sie mich angucken und so. Und dann habe ich geguckt, habe ich gesagt, ja. Und das Tolle an dieser Sendung war ja, da sangen alle noch live. Und das fand ich ja so aufregend. Nicht? Wir hatten im Studio dann plötzlich Creedence Clearwater Revival und dann das nächste Lied sang Wolf Biermann. Ne? Also wirklich, ich weiß den Abend noch, also wo man sagt, und dann kam Sting, der damals noch mit der Police und so. Und das moderierte ich und das hat einen unheimlichen Spaß gemacht. Und ich weiß sogar einmal, also als ich das moderierte, da haben wir am Morgen dann der Eiserne Gustav gedreht. Ne? Und abends hatte Eiserne Gustav mit Perücke gedreht, weil ich abends ja die Perücke abnehmen musste, damit mein Blondhaar wieder rauskam. Nein, aber ich weiß nicht, das hat Spaß gemacht, das war aufregend, das war spannend. Ne? Das verstehe ich. Und Anthony Quinn, wie war der? Anthony Quinn in Glorreichen Sieben hat er nicht gespielt, aber der Spruch soll von ihm sein. Nee, Glorreichen Sieben, das waren Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson, Horst Buchholz. Ja, sehr gut. Ist ja egal, wo er das gesagt hat. Ja. Aber er hat es jedenfalls auch. Nein, Anthony Quinn war, ich hatte also diese Leiche. Der reitet dann immer zusammen mit Joel Brünner. Mit Joel Brünner, also das ist das ist Steve McQueen. Steve McQueen war damals noch Second. Das kann sein. Joel Brünner war der Hauptstar. Ja, klar. Und Steve McQueen war so Second und James Coburn war der mit dem Messer. Ja. Ne, immer, Charles Bronson war noch da. Und dann waren, jetzt einen kriege ich jetzt nicht zusammen. Ja. Aber das stimmt schon, das ist eigentlich nur ganz... Anthony Quinn war mein Liebling. Nicht? Das war so, besonders als er das Lied gesungen hatte, I love you, je t'adore, je t'aime, ich liebe dich. Die Rollen, die er gespielt hat, also Quasimodo, ne? Oder Sorbas, the Greek oder so. Und dann der Rolf von Sydow, der diese Lechtenring Live-Sendung für mich, der mir quasi als Geschenk gemacht hat damals, der sagte, wir hatten in der Sendung, muss man sich überlegen, wir hatten also Ausschnitte von Lili Palmer, von Hildegard Knef, wir hatten ein Live-Konzert drin, da war Otto, da war Udo Lindenberg und so. Und darüber hinaus sagte er dann, ich sagte ja, mehr können wir doch gar nicht. Doch, sagte er, ich will dir ein Geschenk machen. Es gab auch tolle Leute dann zu der Zeit, gibt es ja immer. Aber ich will dir ein Geschenk machen. Du darfst dir einen absoluten Superstar, eine Starin oder Stare, oder aus einen, wen du willst. Ich sage, Rolf, du jetzt spielst aber mit deinem Leben, ne, wenn du das sagst. Und sagt, nee, ich sag, ich will Anthony Quinn. Ja, sagte er, gut. Ja, Anthony Quinn, und so. Ne? Ich habe gesagt, du hast gesagt, ich darf mir einen absoluten, und jetzt steht zu deinem Wort auch. Dann haben wir versucht, also ihn zu erreichen, und der hatte 5 Manager und das und da und hier und haben ihn nicht bekommen. Dann war er wieder da am Drehen, da. Eines Tages, da über einen Manager, den sie wieder angebimmelt hatten, sagte: Quinn ist in dem Raum jetzt gerade da. Ich sag, dann gib mir ganz schnell das Telefon und versucht, dass der ans Telefon geht, ne? Und ich gehe ans Telefon ran und sag: Mr. Quinn. Wir hatten mal denselben Regisseur. Sie in Besuch der alten Dame mit Ingrid Bergmann, Bernhard Wicki. Und ich in die Brücke, auch Bernhard Wicki. War eine lange Pause. Dann plötzlich sagte, you are one of the boys of this wonderful bridge. Ich sag, yes, I am. I'm coming, my dear. Und
Und dann kam er und ich hatte seine Autobiografie gelesen und hatte gelesen, dass er Elefanten liebt und dass er also das Bücherschreiben noch mehr genossen hätte als seine Filmarbeiten und so. Dann habe ich ein bisschen natürlich auf die Tube gesagt, also Ihr Buch, das hat mir wirklich auch toll gefallen. Ich habe hier übrigens einen kleinen Elefanten für Sie. Und da war das Eis gebrochen. Und das Schönste, und werde ich nie vergessen, kriege ich heute noch Gänsehaut, hat er gesagt, er ist ungefähr eine Viertelstunde bis halbe Stunde, höchstens halbe Stunde, steht er zur Verfügung dann nicht. Wir hatten da schon anderthalb Stunden oder zwei Stunden schon gedreht und gemacht und er war immer noch da. Ne? Und ganz am Schluss, da guckt er mich so an und sagt, okay, komm, drehen, ja? Und dann ist er auf mich zugegangen und sagt, I love you, j'adore, j'adore. Das war... Erklären Sie uns mal Ihre Auszeichnung als Ehren-Alster-Schleusenwärter. Ja. Ich meine, das wird man noch nicht so leicht, oder? Das wird man ganz gar nicht. Einmal im Jahr wird, das ist auch so eine typisch norddeutsche, hamburgische Auszeichnung. Aber auf die wir das haben, sind wir wahnsinnig stolz. Das ist, offiziell wird das so gesagt, also Menschen aus der Hansestadt Hamburg, die also nach Meinung der Jury, die das aussucht, also zum Lob der Stadt beigetragen haben, nach außen hin und so, also die sozusagen für die Stadt Gutes irgendwie gemacht, die werden damit, einer wird davon im Jahr mit der Medaille ausgezeichnet, Ehrenalster Schleusenwärter zu werden. Und wir haben ja so viele Schleusen, nicht? Deswegen Ehrenalster Schleusenwärter und da bin ich Nummer 39. Ja. Also, da können Sie sehr stolz drauf sein. Erzählen Sie uns mal ein bisschen von Ihren brenzligen Situationen im Leben. Also ich zähle mal auf. Mit 11 Jahren bei einem doppelten Salto haben Sie sich 3 Halswirbel angeknackst. Ja. Beim Surfen haben Sie sich an einer Koralle verletzt. Irgendwann wurden Sie verprügelt. Ich weiß gar nicht warum. Sie hatten einen schweren Verkehrsunfall. Auf Ibiza wollten Sie sich totsaufen und waren auch im Knast in Spanien. Ich höre jetzt mal auf. Ja, weil, das ist auch besser so. Ja. Ich habe heute Freigang. Nein, ich muss. was mich interessiert, ist Folgendes. Das finde ich wirklich spannend. Solche Sachen haben Sie aber nie so erschüttert, dass Sie dann bestimmte Dinge nicht mehr gemacht haben. Doch. Doch, ich hab schon Sachen geändert dann in meinem Leben schon. Also, doch. Und hat man nicht dann, also ich meine, ich wäre ja so wütend, wenn 3 Wirbel angeknackst sind. Man ist ja sozusagen... Ja, das war ganz früh. Da waren wir im Rundfunk noch, da war ich 10 Jahre alt. Und wir machten im Rundfunk damals alle Geräusche selber noch im schalltoten Raum. Da stand dann so ein Lederbett und da stand eine Treppe und dann war ein Kiesbett da. Und man machte die Geräusche und sprach gleichzeitig den Text. Weil früher machte man ja Hörspiele immer noch mit allen Personen zusammen. Heute macht man Hörspiele als Einzelperson und bastelt es dann zusammen. Und da stand eben so ein Lederbett und da stand eine Treppe daneben. Und ich war so eine kleine Pause dann. Ich stehe da oben drin und denke, okay, machst mal ein Salto auf das Bett. Und machst so ein Salto da auf das Bett und denke, oh, das ging ja prima, machst mal einen doppelten Salto. Und dann stehe ich da wieder und dann mache ich einen doppelten, der wurde aber nur zum anderthalbfachen Salto. Und da bin ich dann hinten auf der Ring, und das habe ich aber nicht weiter registriert, war okay, Salto war nur leider nicht gelungen, und dann fuhr ich zu meinen Großeltern wieder mal in die Ferien nach Bremen. Und habe plötzlich, also da gesessen, wir aßen Mittag und ich habe voll in die Erbsensuppe sozusagen mich übergeben. Und dann merkten wir, kann irgendwas mit dem nicht stimmen, dem Jungen jetzt und so. Und dann bin ich aber nochmal nach Hamburg gefahren, weil meine Mutter eben, wie gesagt, in der Klinik da arbeitete, weil da sollte ich auch hin, da waren tolle Ärzte und so. Und dann stellte sich eben raus, dass ich mir 3 Halswirbel angeknackst hatte. Und wenn mich bei meinen Großeltern auf der Straße... Als ich da ging, einer von hinten angesprochen hätte, hallo Volker oder sowas, und ich hätte mich ruckartig umgedreht, dann wäre ich wahrscheinlich sehr schnell gewesen. Beim Surfen, wie kann man sich an der Koralle verletzen? An der Koralle. Ich war auf dem Surfbrett, war kein besonders guter Surfer, rutschte ab und habe mich an der Koralle und dann, das geht ja blitzschnell, nicht? Das schnitt den ganzen Fuß auf und das Blut lief raus und ich habe immer an den Strand gewunken und die haben immer zurückgewunken. Das war ein furchtbarer Moment, weil die dachten, ich bin fröhlich und Dings. Ne?
Bis dann einer dachte, nee, das ist vielleicht doch nicht so heiter jetzt oder so. Und warum wurden Sie verprügelt? Auch das ist ein Rätsel in meinem Leben. Ich kam von einer Vorstellung nach Hause auf Tournee. Ich war ja ganz viel auf Tournee. Das war auch, da habe ich sehr gerne, ich habe, glaube ich, 30 Tourneen gemacht, also Theatertourneen. Und komme nach der Vorstellung nach Hause, war ein kleines Hotel, dunkel alles so, und springt aus dem Gebüsch ein Mann mit einer Eisenstange, haut mir das Ding voll, sagt, dich wollte ich immer schon mal treffen, und war wieder weg. Das war eigentlich die einzige unangenehme Begegnung mit einem. Ist er ermittelt worden? Nee, nie. War ja weg, war alles dunkel, war kein Zeuge, war nichts da. Ne? Und der schwere Verkehrsunfall? Ja, der war halt... Sind Sie zu schnell gefahren? Nein, nein, ich war völlig unschuldig an dem. Aber jetzt Ibiza. Also erstens möchte ich gerne wissen, warum Sie sich totsaufen wollten. Und zweitens, wie dann der Knast in Spanien war. Also zum Beispiel das Essen und überhaupt die Versorgung. Das Essen war so gar keins. Nee, es gibt ich meine, im Knast dann. Nee, war nicht. Berliner gab es da. Das waren die ganz süße Berliner. Und das war so unendlich heiß. Ne? Und warmen Kakao mit auch ganz doll gezuckert. So, dass man ganz viel Durst bekam, weil es am Tag nichts zu trinken gab draußen. Also es war ein bisschen... Und ich hatte einen Zellengenossen... Und der aß immer, ich sagte, die Berliner sollte man nicht essen. Oh, dann gib mir deinen auch noch, sagte er. Der aß immer meine Berliner mit. Und ich sagte, Junge, sagte, ach komm, sagte er. Und der sagte auch immer, du, die Pfleger sind doch sehr nett hier. Ich sagte, das sind keine Pfleger. Das war die eigentliche Strafe, ne? Der Typ. Und es ist so, dass du, also ich war da, weil ich immer auf dem Parkplatz der Guardia Civil geparkt hatte. Und das mochten die nicht so gerne. Aber es gab keine anderen Parkplätze, nicht? Und da habe ich das im Kopf, und ich sagte, guck mal, passiert doch gar nichts. Und eines Tages, als ich mal rausfuhr aus meinem gemieteten Dings da, wo man ja, auf dem kann man ja machen, Auto fahren und was man will, und fahr durchs Tor durch, da geht da ein Scheinwerfer an, da ein Scheinwerfer, da. Und in jedem dieser drei Autos sitzt dann so, sitzt die Guardia Civil. Und dachte ich, nun, es ist ein bisschen schlecht für dich, ne? Weil ich hatte auch eine Flasche Jervas geleert. Und da habe ich nur noch zu meinem Hund gesagt, ganz, ganz schnell rein, wieder nach Hause, damit ich wenigstens eine Annonce hinterlassen konnte. Und dann haben die mich mitgenommen. Und man durfte zu der Zeit in Spanien, durftest du jemanden ins Gefängnis stecken, 72 Stunden. Nach 72 Stunden musstest du ihn entweder anklagen oder wieder laufen lassen. Ja. Das war das Gesetz damals. Und die haben mich natürlich 72 Stunden da behalten. Es war nicht schön, weil du immer dachtest, abends, wenn dann dieser Appell war, dann wurden die Namen verlesen von denen, die raus durften und die anderen, die drin bleiben mussten. Und wenn du beim ersten Mal nicht dabei warst, hast du noch gedacht, na ja, okay, also zweite Mal, boah, und beim dritten Mal, da war ich dann dabei, nicht? Und dann, aber das war nicht, und das, heute, war heute ist es komisch. Einziges Gefängniserlebnis, ne? Ja, ich wurde nicht zum Hobby. Aber, nee, und dann war was Komisches, was ja immer auch wiederum ist in solchen Situationen. Draußen spielte zu der Zeit Opus immer in einer Riesenarena. Life is life. Fand ich an dem Abend nicht so gut. Nein, ich hatte noch ein Fuhlsbüttel im Zuchthaus. Da habe ich in Wetten, das eine Wette verloren. Und habe gesagt, wir gehen mit der Band und mit allen gehen wir in den Knast in Hamburg. Das war ein Wahnsinnserlebnis, weil das wollte ich. Ich wollte für die was machen. Vor den Gefangenen spielen. Ja, und ich wollte auch nicht, dass sie jetzt denken, das hat er jetzt so in der gesagt da auf der Bühne und jetzt macht er das nicht oder so. Da habe ich gesagt, nee, ich habe das gesagt, dann gehe ich auch mit Band dahin. Und das war ganz komisch. Zuerst, als wir anfingen, kam keiner. Und so. Und plötzlich kamen sie dann, weil die wollten auch sehen, will er uns jetzt nur so, benutzt er uns quasi so für Publicity oder so, oder spielen die ein richtiges Konzert, ne? Und wir haben richtig mit allem drum und dran, und ich habe auch darauf bestanden, dass ich anschließend 2 Stunden mit den Insassen sprechen darf. Also, dass man reden kann miteinander, ne? Sie hatten auch eine lebensbedrohliche Krankheit, die Sie überwunden haben.
das stärkt auch, ne? Weil man plötzlich die Vergänglichkeit kennt, aber auch weiß, was man dagegen tun kann. Ja, ich lebe eigentlich immer mit der Vergänglichkeit. Also der Tod ist also in Form von Menschen, die weggehen oder auch, er ist immer in meinem Bewusstsein gewesen. Und er ist auch durch die damalige Zeit, die ich auch nie vergessen habe. Es gibt zum Beispiel ein Foto, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Das ist also, und daran sieht man, wie grausam also Tod sein könnte, wenn, und war im Spiegel, da gab es diese berühmte Wehrmachtsausstellung. Und da war ein Foto im Spiegel, werde ich nie vergessen, hinten auf der vorletzten Seite, da steht ein ich glaube, es waren Wehrmachtsmenschen, so Adrett mit so Mütze, alles so und denkt. Und daneben ist ein blonder Junge, so 14 Jahre alt ungefähr. Und dieser Wehrmacht, und daneben ist ein blondes Mädchen, also dass sie jetzt blond sind, war Zufall wahrscheinlich oder so, da. Und dieser Wehrmachtsoffizier hat eine Schlinge, hat so ein leichtes Lächeln im Gesicht, so ein süffisantes, und hat eine Schlinge in der Hand. Und der Junge ist ja der Nächste. Das Mädchen neben ihm ist schon aufgehängt, hängt schon tot da drin. Und er ist gerade dabei, wie er so lächelnd jetzt dem Jungen das... Und das hat mich so beeindruckt, auch diese Nähe von einem Menschen, der jetzt es in der Hand hat, einen anderen ins Jenseits zu befördern und diese verschiedenen Arten von Menschen und so, dass ich immer gedacht habe, ja, der Tod ist überall und unberechenbar. Ne? Sie lernten Hildegard Knef und Robert De Niro kennen. Können Sie uns kurz von beiden erzählen? Ja, kurz... Gut. Ja, mit Hilde habe ich wunderbare Frau. Mit Hilde habe ich, die nannte mich immer Völker. Der hat immer gesagt, einer alleine kann nicht so verrückt sein. Und wir haben Völker gefällt mir. Völker, ne? Und ja, wir haben 2 Jahre lang die wahnsinnigste Tournee gemacht. Sie kam aus Amerika gerade zurück, hatte Silk Stockings gespielt, war ein Broadway-Star und wollte jetzt in Deutschland wieder Theater spielen und so. Und dann haben sie uns ein tolles Stück ausgesucht, waren 2 Einakter. Einer mit diesem wunderbaren, den ich auch nie vergessen werde, der mir ja auch viel geholfen hat, Günther Fitzmann, ja. Ne, der, ein wunderbarer Mann. Der hat den ersten Einakter mit ihr gespielt und ich den zweiten Einakter. Und die Leute standen alle Schlange und das war ja ein Hollywood-Star und sie war aber... So überhaupt keine schlimmen oder schlechten Star-Allüren. Das war ein Kumpel, das war ein ich finde immer, es gibt ja in unserem Beruf, es gibt Diven, ja, und Diven sind was Herrliches. Also habe ich die Erfahrung gemacht. Die kleinen Allüren, die kleinen Attitüden, dieses Verrückte, dieses, aber auch diese Ausstrahlung, die eine Diva hat. Und dann gibt's Zicken, ne? Und das sind die anderen und die sind schrecklich. Ne? Die sind ganz früh. Das sind die dann über einen roten Teppich laufen mit einem Glas Sekt in der Hand, aber über jeden Teppich. Ne? Und sagen, und wenn du dir fragst, was machen sie denn gerade? Sagt, ja, wir machen was ganz, ganz Tolles, aber ich darf darüber noch nicht sprechen. Also, aber das hat mit der Diva überhaupt nichts zu tun. Ne? Und Hilde sagte dann, ja, und dann hat Hilde mir dann auch eigentlich zum allerersten Gesang verholfen. Die hat mir ein Lied geschenkt damals, das hieß Geht zu dem anderen. Und dann habe ich das auch gesungen. Und Hilde war eine unvergessliche Person in meinem Leben. Und Robert De Niro? Und Robert De Niro, da war ich durch diese Sendung Lieder und Leute, diese Pop-Sendung, da war auch eine Dame, Mascha Hunt, das war auch eine sehr tolle Sängerin und aus Amerika. Und wir verstanden uns sehr gut und sie sagte, komm ich doch mal besuchen in Amerika, wenn du mal Lust hast und so. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt ja, könntest du mal rüberfliegen. War's Kalifornien, immer schön warm und so. Und ich flog nach Kalifornien und wollte unbedingt im Hotel Chateau Marmont wohnen, weil davon hatte ich gehört, hatte ich gelesen, dieses Künstlerhotel, nicht? Weil es ganz verrückt ist mit alles in Plüsch und alles schön und wo wahnsinnige Geschichten passiert sind, auch wo sich John Belushi den letzten Druck gegeben hat, ne, wo auch sehr häufig neues Leben entstanden ist in dem Hotel und so. Und ich gehe morgens, ich hatte ein kleines Zimmer, war sehr teuer, das Hotel, und gehe so mit so einem Badelaken, nur weil wie immer ist ja warm und so, gehe auf meinen Balkon raus, ganz kleiner Balkon,
und denke, oh, ist das alles schön hier, und gucke so nach links und da steht Robert De Niro. Ich denke, boah, ey, oh Gott, das ist ja nicht weiter. Er sagt, hey, good morning. Ich sage, good morning. How are you? Ich sage, fine. Er sagt, was machst du hier? Sagt er, what are you doing here? Ich sag jetzt bloß nicht, dass du Schauspieler bist. Na, dann ist der sofort wieder weg. Ne? Dann denkt er, du willst was von dem. Also, so, ja, ich bin Tourist hier. Ich guck mir ein bisschen was hier alles an. Er sagt, oh, das ist fein, das ist nett, ja. Ja, war nett, mit dir gesprochen zu haben. Ich muss jetzt arbeiten. Und weg geht er. Und ich denke, eine ganze Nacht, ich konnte nicht schlafen. Ich lieg da und denke, boah, jetzt hast du schon Halluzinationen durch die Hitze oder sowas. Ne? Aber morgens gleich raus wieder, nicht ne? Ganz früh, ne? Und dann wieder mein Badetuch, mein kleines, er natürlich mit einem viel größeren Badetuch, viel größerer Balkon auch. Und sagt, hey, hello, here you are again. Ich sag, hier, what's your name? Ich sag, Volker. Er sagt, oh, Volker, nice name, Volker. Und wir plaudern. Ich will es jetzt ein bisschen abkürzen. Jeden Morgen das Gleiche, 5, 6, 7 Tage. Immer kleiner Plausch, ding. Eines Morgens kommt er raus, sagt er, Volker, wie lange bleibst du noch hier? Ich sage, naja, 3, 4 Tage. Und dann sagt er, oh, wie schade. Ich muss jetzt arbeiten in New York. Ne? Und dann, vielleicht sehen wir uns dann nicht mehr wieder. That was nice. It was a pleasure to have met you, my Volker. Right? Ciao. Take care. Take the best. Und weg ist er. 2 Tage später gehen Marsha und ich, weil sie immer sagte, wir müssen jetzt in dieses Burger-Restaurant, das war so ein angesagtes Burger, das beste Burger, das ist bei denen ja immer das Beste, das Größte und so, Burger-Restaurant. Wir kommen in dieses Burger-Restaurant, waren wirklich lecker, die Burger, muss man sagen, also, und alle Promis, was man sich nur vorstellen kann, also, das war wie, da saß die, also die Super-Promis, jetzt nicht so ABC, sondern wirklich allererste aßen ihre Burger und so und ein Geplauder und Gemache und plötzlich wird's ganz ruhig. Und er meinte, psch, Robert De Niro. Man muss dazu sagen, Robert De Niro war zu der Zeit der größte Star in Amerika, der absolute Topstar. Ne? Robert De Niro. Die Tür geht auf, ein Bodyguard kommt rein, zweiter Bodyguard kommt rein, hinter ihm Robert De Niro. Alle Mucksmäuschen still. Robert De Niro guckt sich so um, sieht mich am Tisch sitzen, sagt, Volker, my dearest friend, you're still here. Und geht in sein Separé, mein bester Freund. Ich habe ihn im Leben nie wieder gesehen. Jetzt erzähle ich ihm mal wegen der fortgeschrittenen Zeit, welche Hobbys er hatte bzw. hat. Musik, Lesen, Spaziergänge, Hängematte, Tauchen und Fußball. Ja, gibt es noch ein paar andere Sachen, aber schon, ist schon ein gutes Konglomerat sozusagen. Ja. Tauchen heute noch? Leider nicht mehr. Tauchen. Ich habe das geliebt. Tiefsee richtig, also nicht zu tief, weil da ist alles grau. Aber so 20 Meter unten, das ist für mich, das ist heile Welt. Nicht? Also das ist... Wissen Sie, wir Menschen sind komische Säugetiere. Wir können uns ja nicht damit abfinden, keine Vögel zu sein, keine Fische. Wir müssen ja auch überall wollen hin. Wollen wir, ja? Nicht? Aber Vögel zu sein, versuche ich lieber nicht seit Ikarus. Also das, ja. Das stimmt. Aber Fußball, was haben Sie denn da gespielt? Ich habe in prominenten Mannschaften immer gespielt. Bis ich eines Tages... Und was, Stürmer, Verteidiger? Ich war das Spielzeug von meinen Mitspielern. Ich habe ja richtig so mit Uwe Seeler, mit Manny Karls. Manny Karls wohnt bei mir gegenüber, wir sind heute noch befreundet, aber Manny Karls, Uwe Seeler, und ein so ein Spiel war dann, und Branko Sebic war damals Trainer vom HSV. Und wir spielten damals noch wo jetzt Tennis Open Air ist, das war früher der Fußballplatz vom HSV. Und die hatten immer den Spaß, also Uwe, vor allem Günter Netzer und Manny Karls, einen weiten Pass zu schlagen. Die konnten das ja alle noch, auch wenn sie schon aufgehört hatten als Profis, schlugen dann einen Riesenpass und dann sagte ich, so ist Volker, renn! Ja. Und ich als Raucher und Dings, Und eines Tages schlägt er wieder so einen Pass und da schrei ich, ich bin Schauspieler und kein Fußballer. Da schreit Branko Sebic als Trainer von der Bank, wann du auf dem Platz bist, bist du Fußballer und kein Schauspieler.
Und dann habe ich aufgehört. Dann Sie sind in fünfter Ehe verheiratet. Haben Sie zu allen Frauen noch ein gutes Verhältnis? Ja, könnte man sagen, ja. Ich habe ja meine erste Frau, meine Billy Boy, die ist leider jetzt verstorben vor 2 Monaten. Aber wir hatten bis zum Schluss ein liebevolles Verhältnis. Hilft Ihre jetzige Frau Ihnen als Heilpraktikerin? Ja. Haben Sie sie deshalb geheiratet? ich wusste, dass das kommt. Nein, sie hat mich angeguckt und gesagt, du bist ein hoffnungsloser Fall, aber ich heirate dich trotzdem. Sie haben 3 Kinder. Haben die im Unterschied zu uns beiden was Vernünftiges gelernt? Nein, ich hab sogar also mehr, wenn man es richtig zusammenrechnet. Also ich hab Ich hätte sagen sollen, circa 3 Kinder. Ich hab eine große Tochter, die ist 52. Eine kleine Tochter, die ist die Hälfte genau, die ist 26. Einen Adoptivsohn, das ist der Bruder meiner zweiten Frau gewesen, den habe ich aus einem Heim geholt. Und habe jetzt noch 2 Beutesöhne, nenne ich die immer, 2 tolle Kerle. Das sind die beiden Söhne von meiner jetzigen Frau. Also ich habe 5. Hab ich. Und aber die sind ja noch durch einen anderen hergestellt worden. Ja, zum Teil. Zum Teil, ne? Zum Teil. Die beiden Töchter. Ja, schon klar, ja. Ne? Aber ich bin froh. Dass aber ich habe gehört, die eine Tochter geht zum Film, die andere macht schon ein bisschen Intendanzhilfe und so. Ja, die sind schon in dem Beruf, aber die haben sich rangetastet an den Beruf. Ne? Und ich hatte keine Geschwister, ich hatte auch zu meiner Familie im weitesten Sinne keinen großen Kontakt. Wir hatten mit mir wenig zu tun, wir hatten wenig Gemeinsamkeiten und es war auch nicht das, wo ich gerne war oder wollte sein, bis auch Ausnahmen, der Bruder meiner Mutter zum Beispiel oder so, den habe ich geliebt. Aber dann habe ich so ja nach und nach meine und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil dadurch hatte ich Menschen um mich herum, die ich... Aber meine Feststellung mit den 3 Kindern war trotzdem richtig, für die Sie das Sorgerecht hatten, zumindest eine Zeit lang. Ja, also ja. Also die 2 Töchter und der Adoptivsohn. Genau. Die beiden anderen sind Ihnen jetzt ans Herz gewachsen, das verstehe ich. Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten bei einer Elfe, was würden Sie sich wünschen? Das weiß ich ziemlich genau, weil ich mich das öfter gefragt habe und was... Ich weiß, dass Sie das ziemlich genau wissen. Ich würde mir wünschen, als erstes, dass ich alle Sprachen, alle wichtigen Sprachen dieser Welt perfekt sprechen könnte. Also, aber wirklich perfekt, sodass man sich auch über alles gut unterhalten kann. Exakt wäre das auch mein erster Wunsch. Dass man nicht nur. Ich würde aber die Totensprachen noch dazu nehmen, weil ich dann in Ägypten, was die nie entziffern können, sage, das ist doch gar kein Problem. Das ist sehr klug. Das ist gut. Das merke ich mir, das nehme ich auch. Das ist sehr gut. Und der zweite Wunsch? Also das alles perfekt können. Ne? Ja. Da kannst du überall auf der Welt kannst du sitzen abends und kannst reden und lernst die Menschen kennen und sie öffnen das Herz und so. Fantastisch. Zweite wäre, ich möchte ein Instrument so wahnsinnig spielen, dass alle hingerissen sind. Aber wirklich, wirklich, aber nur eins. Aber auch, dann könnten wir erst das Klavier hören und dann könnten wir reden und was. Das wäre der zweite Wunsch. Der dritte Wunsch an Sie wäre, dass Sie in kurzer Zeit mal wiederkommt und mich dasselbe nochmal fragt. Bei mir ist der erste Wunsch auch mit den Sprachen. Den zweiten lasse ich mal aus. Aber der dritte ist, ich will das natürlich gleich genauer wissen, dass ich ab dann jeden Monat einen Wunsch frei habe. Ah. Das macht 12 im Jahr, das reicht. Das ist gut. Und immer nur an demselben Tag. Das fände ich gut, aber es kann sein, dass die Elfe diesen Wunsch als unzulässig zurückweist. Ja, das lassen wir nicht gelten. Das lassen wir nicht gelten. Dann gehen wir vor Gericht. Dann muss sie, ja. Gut, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Interessiert Sie Politik? Und ja. Was beunruhigt Sie im Augenblick am meisten? Naja, das ist wohl nichts Neues. Also das mich beunruhigt, gerade auch aus dem Grunde von dem, was war. Nicht? Weil das war die schrecklichste Zeit, die ich mir vorstellen kann.
Das finde ich furchtbar. Ich finde sowieso, also laute Menschen finde ich sowieso furchtbar. Und das ist alles. Aber ich interessiere mich. Trump besteht aus Minderwertigkeitskomplexen. Und das ist furchtbar. Ja. Weil er die ständig ausleben muss, indem er das Gegenteil spielt. Ja. Furchtbar. Nein, ich interessiere mich schon sehr für Politik. Ich war immer der Meinung, ich habe einmal in meinem Leben hab ich richtig Wahlkampf gemacht. Das war für Willy Brandt. Da waren wir einige, weil wir die Person einfach so toll fanden, weil wir es so erfrischend fanden. Allein der Kniefall. Ich meine, das ist jetzt oft gesagt worden, aber das war wirklich eine Geste, die hat Weltpolitik gemacht im besten Sinne des Wortes. Nicht, das ist also das war. Ansonsten, ich verfolge das alles. Also so. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass Schauspieler zu sehr sich so genannt mit Sachkenntnis einmischen sollten oder so, weil wir sind Schauspieler, nicht? Aber auch wenn wir gute Schauspieler sind, sind wir auch eine Art von Vorbild für viele Menschen. Aber wir sollten nicht doktrinär irgendwie unsere Meinung den anderen, aufoktroyieren. Also, lieber Volker Lechtenbrink, Sie sind ein vielseitiger Künstler, Theaterschauspieler, Fernseh- und Filmschauspieler, Synchronsprecher, Sänger, Buchautor, Intendant, Moderator. Egal, worauf Sie sich künftig konzentrieren, uns, Ihrem Publikum, müssen Sie erhalten bleiben. Bleiben Sie einfach so, wie Sie sind. Danke. Boah. Ja, schön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.